Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen, Batzen. Moontalk Quizliga, das Halbfinale steht an. Heute das erste, in der nächsten Ausgabe dann logischerweise das zweite, wo ich dann ja ran muss gegen Isco. Eieiei, da habe ich jetzt schon Respekt, aber keine Angst vor. Aber heute werden wir dann erstmal rausfinden, wer sich hier durchsetzt. Wir haben ja noch einen verbliebenen Hörerkandidaten, den der Quizmaster gleich vorstellen wird. Und ich bin sehr gespannt, was er sich ausgedacht hat. Und ich begrüße ihn jetzt einfach mal als erstes. Hallo ML. Ja, hi JFK. Hallo Mooniverse. Das ML-Quiz. Es ist endlich soweit. Ja. Quizliga-Halbfinale. Lange habt ihr darauf gewartet, dass ein Quiz erscheint. Heute ist es soweit. Ja, und es könnte natürlich keinen besseren Schlachtplatz geben als dieser Kampf der Titanen. Ja, ne? Du hast es gerade schon durchblicken lassen. Unser einzig verbliebener Hörer im Quiz. Ihr kennt ihn aus drei der vier Viertelfinals. Eins hat er gewonnen, eins hat er moderiert, einem hat er beigewohnt. Und ja, ist er natürlich wie so ein Orkan durchgefegt und steht auch völlig zu Recht im Halbfinale. Hallo Formless One. Ja, hallo. Schön wieder hier zu sein. Let me tell you something, brothers. Gottes. So, jetzt kommt natürlich das Prekäre für dich und vielleicht auch so ein klein bisschen für mich an der ganzen Sache. Denn dein heutiger Gegner ist kein geringerer als, ja, das ist mein persönlicher Ed Ferrara, wenn man so will. Ja, wenn jetzt hier WrestleMania wäre, 28, End of an Era, Undertaker gegen Triple H, dann wäre ich der arme Shawn Michaels, der da in der Mitte steht mit dem gestreiften Referee-Shirt. Ich bin wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal so ein bisschen hin und her gerissen, probiere das aber alles heute hier straight down the middle zu callen, sage aber trotzdem, hallo King. Mahlzeit und Glück auf. Ja, da sind wir hier. Ich höre dich in ausgezeichneter Qualität hier heute fürs Quiz. Das bleibt auch hoffentlich so. Also ohne Sin Cara-Maske und nicht mit Mobilfunkgerät, ja? Ja, es scheint alles zu klappen bisher. Und das sind doch schon mal ganz gute Voraussetzungen. Seid ihr beiden denn aufgeregt? Oder zumindest jetzt nicht im Sinne von Angst haben oder so, aber so ein bisschen kribbelig so. Jetzt wollen wir mal wissen, was er sich ausgedacht hat. Bisschen angespannt. Ja, du hast ja schon lange immer wieder Werbung für dein Quiz gemacht. Also bevor jetzt manche Hörer denken, dass du irgendwas verraten hast, nein, hat er natürlich nicht. Aber er hat dann immer wieder Andeutungen gemacht, so, ah, ist ganz schön schwer, so den Schwierigkeitsgrad zu finden im Quiz und ah, da habe ich mir was für euch überlegt und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Ja, man sollte vielleicht kurz nochmal erwähnen, der Formless One, wie wir schon eben gesagt haben, der letzte verbliebene Hörerkandidat, für den geht es ja nach wie vor um einen Gutschein in Höhe von 50 € für fanfever.de, den Fanshop Finsterwalde. Und ja, wenn er das hier packt, das wäre natürlich eine feine Sache. Muss er dann natürlich noch das Finale gewinnen, sollte er es nicht schaffen. Also heute möglicherweise schon ausscheiden, dann ist es klar, dann geht es in der nächsten Staffel um 100 €. Aber so weit sind wir lange noch nicht. Aber an dieser Stelle nochmal großen, großen Dank an fanfever.de. So, jetzt bitte, ML. Ja, dann wollen wir auch gleich mal zum Eingemachten kommen. Was habe ich mir für euch ausgedacht? Wir spielen heute 6 Runden. 5 davon spielt ihr direkt gegeneinander und eine davon getrennt voneinander. Welche das ist, das werdet ihr schon noch früh genug erfahren. Das kommt dann einfach irgendwann zwischendurch, ja. Ansonsten denke ich mal, dass die Kategorien sich von selbst erklären werden. Ich werde dann jeweils noch in einzelnen Runden was zur Punktevergabe sagen. Gibt's Minuspunkte? Die gibt's in der Tat auch, aber auch nur bei der einen Runde, die ihr getrennt voneinander spielt. Ja, mal sehen, wie die Antwort lautet, wenn er dich das in 2 Minuten nochmal fragt. Ja, das war so die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Was kommt da hier eigentlich? Nee, Minuspunkte kommen, wie gesagt, nur in dieser einen Runde getrennt voneinander. Die habe ich natürlich jetzt schon mal extrem gehypt, so. Es ist aber nicht mein Sahnestückchen in dem Quiz, ne? Also, nicht, dass ihr denkt, wenn ihr die überstanden habt, dann wär's das schon oder so. Aber wir fangen ganz einfach an, ganz ruhig und tasten uns dann einfach Stück für Stück durch. Wie gesagt, die Kategorien sollten sich eigentlich von selbst erklären. Ansonsten sage ich da hier und da noch was zu, wenn Fragen da sind. Wollen wir einfach mal loslegen?
In der ersten Runde, die habe ich Sparring genannt, Sparring oder Gemischtes. Es kommen einfach nur so ein paar willkürliche Fragen, jeweils für 2 Punkte. Wer von euch die Antwort weiß, der buzzert bitte und sagt mir das, ja? Okay. Okay, ihr habt eure Sachen voreingestellt, alles klar. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage, ganz leicht hier zum Warmwerden. Wer war mit 5 Jahren bei den Olympischen Sommerspielen 1984 als samoanischer Tänzer bei der Eröffnungsfeier zu sehen? Das ist der King. Samoa Joe? Das ist Samoa Joe. 2 Punkte für den King. Frage 2. Welche beiden Wrestler hielten in der WWE, WCW, ECW und TNA jeweils Gürtel? Nanu, das ist schon wieder der King. Das sind die Dudley Boys oder Team 3D? Das ist falsch. Nein, ja natürlich. Ach, fuck, ja. So, nochmal okay. Die Frage. Okay, Minuspunkte gibt es nicht. Ich kann sie dir nochmal vorlesen gerne. Welche beiden Wrestler hielten in der WWE, WCW, ECW und TNA jeweils Gürtel? Das ist also kein Tag-Team, ne? Also nicht zwangsläufig. Nee, davon ist der King jetzt einfach. Ja, ich bin komplett vom Tag-Team ausgegangen. Eben, deswegen wollte ich die Frage nochmal hören, weil ich nämlich auch gerade irgendwie verwirrt war. Ich muss mal kurz überlegen. Also Minuspunkte kannst du nicht machen, ne? Also. Ja. Aber ich überlege gerade, wer das überhaupt sein könnte. JFK vielleicht eine Ahnung? Nee. Muss man denn beide wissen? Es fehlt immer eine Liga. Ja. Ja, 3 gibt es häufig, aber 4 ist schon. Ja, eben. Knusprig, ne? Gibt halt nur diese beiden Namen. Ja. Es können ja echt nicht viele sein. Also, mal kurz überlegen. Der war doch dann auch nicht da. Ich glaube, einen habe ich. Der war nicht da. Reicht auch einer? Oder muss man beide wissen? Da ich das jetzt so schön auf 2 Punkte aufgesplittet habe, würde ich da echt so kulant sein und dir für einen Punkt geben. Also 2 wären halt die beiden Punkte gewesen. Okay, Raven? Raven wäre der Punkt. Möchtest du den anderen noch raten? Falsch kann es eh nicht mehr sein. Ist der falsch, gibt's 0. Nein, hier gibt's noch keine Minuspunkte. Du machst jetzt nicht die Regeln. Kannst ja versuchen. Mir fällt eigentlich überhaupt keiner ein, ganz ehrlich. Also, ich wüsste sonst keinen. Nee, muss ich leider quitten. Der zweite wäre Mick Foley gewesen. Ja. Ach, Foley, ja. Den hätte ich auch gehabt. Scheiße, ja. Also, 1 Punkt für den Gordon hier. Ja. Teillösung, immerhin. Und wir kommen zu Frage 3. Ist etwas einfacher, glaube ich. Ja. Welche WWE-Show fand von 2002 bis 2006 statt? Wie gesagt, es gibt keine Minuspunkte in der Runde. So ein bisschen den Mut zum Risiko gehabt, kann natürlich auch einen raushauen. Ich versuch's einfach. Ja. Velocity? Richtig. Das war WWE Velocity. 2006 war das dann. Echt nur bis 2006? Ich hatte das auch die ganze Zeit im Kopf, aber ich dachte, das hätte es später noch gegeben. Nee, ich meine, das war. Und ich habe gedacht, das hat es schon früher gegeben.
Ja, dachte ich auch. Ich dachte, das wäre so, es ist ja eigentlich das SmackDown-Pendant zu Sunday Night Heat gewesen, ja, aber zu, kam deutlich später. Ich glaube, Sunday Night Heat gab es schon 2000 oder 99. Ne? Ich glaube schon 98, da bin ich ja, ja. gerade. Und da wird erstaunlich viel Bezug genommen, auch bei Raw. Ja, gestern bei Heat und so. Also das war da schon eine recht große Nummer die ersten Wochen. Naja. Okay. Velocity war richtig. Wir kommen zur vierten Frage. Genau zuhören bitte. Wer gewann bei seinem WWE SmackDown-Debüt im ersten Match den United States-Titel und ein halbes Jahr später bei seinem Raw-Debüt im ersten Match den Intercontinental-Titel? Gordon hat? Gordon? Calito Caribbean Cool. Das ist richtig. So, jetzt kommt so ein bisschen... Was auch immer du da für eine Nummer eintippen wolltest. Oh, da bin ich hier, nee, ich habe meine Zettel einfach auf die Tastatur gelegt und habe dir hier den Punkt gut geschrieben. 8889999, nee, keine Ahnung. Die vorletzte Frage der Runde. Welcher heutige WWE Hall of Famer stand im ersten Match der ersten WCW Thunder Sendung vom 8. Januar 1998? Ach, geh mir doch mit so einem Käse weg. Ja. Also wir reden hier über das Debüt vom Thunder mit dem Start im Jahr 1998, die allererste Sendung. Und der Opener dieser Show wurde von einem WWE Hall of Famer bestritten. Ich meine, es könnte euch vielleicht helfen, wenn ich sage, sein Gegner war Chris Adams, aber das hilft euch nicht. Nee. Gentleman Chris Adams, bitte. Ja, aber ob du dadurch auch den Gegner herleiten kannst. Das sind ja etliche. Also es ist ein heutiger WWE Hall of Famer, habe ich ganz am Anfang gesagt, um das Ganze vielleicht so ein bisschen einzugrenzen. Wer muss denn da auf Toilette? Also ich nehme doch das Headset ab. Zum Glück noch nicht. Im Gegenteil. Ich werde etwas trinken, weil es hier etwas warm ist. Ich kann dir gleich mal sagen, was ich vermutet hätte. Ja. Also wer da im Opener stand, ne? Nicht wer da auf Toilette gegangen ist. Genau. Gut. Keine Ahnung. Dann ratet irgendwas, bevor der Kontrahent das macht. Schuss ins Blaue sind vielleicht auch 2 Punkte. Sind ja gar nicht so viele Leute aus der WCW irgendwie da, ne? Ja. Mann, die erste Thunder-Show, die habe ich doch gesehen. Warum erinnere ich mich denn nicht? Ach ja, weil es 1000 Jahre her ist. Ja, aber ganz so viel alte Fragen haben wir hier gar nicht drin. Also. Schade. Naja, es kamen doch ein paar mehr in Frage. Ne? Ja, schon, aber wir können es ja nicht eindeutig formulieren. Ne? Kannst du noch irgendeinen Tipp geben? Nee, das wäre zu eindeutig. Also jeglicher Tipp wäre, glaube ich, zu eindeutig. War das ein ursprünglicher WCWler oder einer, der von der WWF kam? Es ist ein heutiger WWE Hall of Famer. So. Der King. Der Sting? King probiert. Sting ist falsch. Okay. Gordon vielleicht noch raten? Ansonsten können wir die Frage ändern. Ja? Macho Man. Macho Man Randy Savage gegen Chris Adams war der Opener von Thunder. Boah. Oh. Ach komm, nicht ernsthaft. Doch. Guck bitte nach. Ja. Ja, okay. Glück gehabt. So, letzte Frage der Aufwärmrunde hier. Dann gehen so. Wir richtig los. Ganz kurz, ich hätte auf Hacksaw Jim Duggan natürlich getippt. Das war so der erste, den ich mit Thunder in Verbindung gebracht habe. Ja, aber ich gedacht, Eddie Guerrero. Du musstest ja irgendein Draw bieten für die neue Show damals. Und ja, eben. Mindset der WCW war der Macho Man Randy Savage aus 1998 noch und deswegen hat man es mit Savage probiert. Unglaublich. So, die letzte Frage. Da bin ich ja mal gespannt. Also JFK wird es wissen.
Wer trug in der WWE den Beinamen The Colors of Boggle Road? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Das war Nathan Jones. Ach Gott. Mit so unheimlich schönen kreativen Hype-Clips damals im Ende 2002, Anfang 2003 rum. Ja. Dass er da aus Australien aus dem Knast ausgebrochen ist oder da Insasse war oder sowas. Ja, ein völliger Flop sein, weil WrestleMania 19 Match hat ja nie stattgefunden. Naja, wie man es nimmt. Er kam nochmal raus mit dem Jumping. Er kam nochmal raus, er hat das nochmal klargestellt. Ja, ich glaube, A-Train um 25 Meter verfehlt hat. Ist dann auch noch so ein bisschen durchs Jahr getingelt, wurde dann Matt Morgan an die Hand gereicht. Ja. Ja, aber wenn das nicht stattgefunden hat, dann ist es auch eine DQ. Dann hat der Taker da schon verloren bei WrestleMania. So. Ja, natürlich sein. Wir hatten ja mal mit Fred Burns angetreten damals. Ja, richtig. Und Nathan Jones hatte, glaube ich, auch mehr Vorstellungsclips als Matches. Ja. So, kurzes Zwischenfazit nach der ersten Runde. Gordon mit 7 Punkten, der King mit 2 Punkten. Die Beerhand. Kommen wir zur Runde 2. Sollen wir loslegen? Das gute alte Spiel, wer bin ich? Wer bin ich? Einer der Klassiker hier in den Motor-Quiz-Liga-Runden. Ich denke mir eine Person aus, beziehungsweise ich habe mir die schon ausgedacht und ich gebe euch jetzt gleich Hints, sogenannte Hinweise immer. Ne? Also ich fange mit einem an, der sehr, sehr, sehr schwer ist. Wenn man es dann wirklich schon wissen sollte, kann man gerne buzzern, bekommt dann auch die vollen 5 Punkte dafür. Aber Minuspunkte gibt's nicht. Immer noch keine Minuspunkte. Okay. Ich sag das dann aber. Okay. Alles klar, ja. Also, wer es wirklich nach dem ersten Hinweis schon weiß, kann gerne buzzern, bekommt von mir die vollen 5 Punkte, sage ich Respekt. Kings größte Angst, der Minuspunkt. Ja, aber muss ja sicher sein. Ne? Ja, ja. Vielleicht machen wir noch so einen schönen Sound rein, so ein Alarmsignal, wenn dann die Runde kommt mit den Minuspunkten. Damit der King auch auf jeden Fall weiß, jetzt nichts riskieren. Solltet ihr das nach dem ersten Hinweis nicht wissen, bin ich euch nicht böse und lese euch gerne den zweiten Hinweis vor. Allerdings kann ich euch dann nur noch 4 Punkte geben. Das Spielchen geht dann so weiter, nach dem dritten Hinweis 3, nach dem vierten Hinweis noch 2 und der fünfte und letzte Hinweis, der ist eigentlich wirklich für Leute, die Tomaten auf den Augen haben, würde ich mal sagen, um das ganz vorsichtig zu formulieren, gibt es trotzdem noch einen Punkt. Ja, aber das ist ja cool, dann kriegen King und ich wenigstens immer einen Punkt. Ja. Wie heißt Randy Savage mit Vornamen? Macho Man! Nee, sowas ist das nicht. Such, wie gesagt, eine Persönlichkeit hier. Eine Wrestling-Persönlichkeit und ich probiere euch jeweils zu beschreiben. Ja, ich gebe euch einfach die Hinweise. Wir können ja einfach mal mit dem ersten anfangen. Vielleicht ergibt sich da ja schon was. So, jetzt schockt mich mal bitte. Nicht, dass einer am ersten Hinweis schon buzzert. Da falle ich nämlich vom Stuhl hier runter. Dann wird es ein bisschen lauter. Ich begann meine In-Ring-Karriere im Oktober 1958. Ah, ja. So, das ist nämlich extra so trivial ausgewählt, damit man es einfach nicht wissen kann. Das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache hier. Wenn einer hier 5 Punkte abgreift, mein lieber Mann, aber wollte beide weiter, ne? Den zweiten Hinweis. Ich denke ja. Denke ich. Ne? Also im Oktober 58 hat vielleicht der ein oder andere doch schon angefangen. Ich wurde in Montreal, Quebec, Kanada geboren. Der dritte Hinweis? Ja. Ich war der Taufpate von Stephanie McMahon. Mist, das habe ich irgendwo mal gelesen, wer das war, den Namen. Wundert mich, dass die getauft ist. Ja, ne, wenn man sich so die Familienhistory mit der Kirche so hinterführt, zumindest die jüngere Vergangenheit. Ja, mach mal den nächsten. Der vorletzte Hinweis, für 2 Punkte immerhin noch. Ich gelte als der Inventor des Royal Rumble Matches in der WWF. Ach, scheiße. Der King war schneller, hier bei mir, JFK, kannst du das bestätigen? Ja, bei mir auch. Okay. King? Ja, Pat Patterson.
Per Pedersen ist richtig. Zwei ich hätte Punkte gedacht, er hätte noch ein bisschen früher angefangen. Als letzter Hinweis wäre natürlich gewesen, ich war der allererste Intercontinental Champion. Spätestens da hätte es wohl auch bei den Hörern überall Klingeling gemacht. Schön. Zwei Punkte. Notiere ich. Und wir machen weiter mit Persönlichkeit Nummer 2. Der erste Hinweis. Ich war mit verschiedenen Partnern Tag Team Champion in der WWE. Das sind ja nicht viele. Ja, der zweite Hinweis. Durch mein Ringerstipendium konnte ich einen Abschluss in Wirtschaft machen und unter anderem als Börsenmakler arbeiten. JFK, hast du eine Ahnung? Ja. Nee, aber aufgegessen hat er. Ja. Oder? JFK hat also eine Ahnung, immerhin. Ich habe gebuzzert. Gordon hat gebuzzert, ja. Charlie Haas? Ja, das ist Charlie Haas. Oh. Der war stark, auf jeden Fall. Da gibt es dann 4 Punkte für. Ich hätte noch gehabt. Das haben Sie mal erwähnt, als er JBL imitiert hat. Boah. Ja. An so einen Schwachsinn kannst du dich natürlich erinnern. Wer weiß denn sowas? Kann man das dann festmachen, so, ja? Ja, aber das war so, es war doch diese Zeit, wo er immer Gimmicks nachgemacht hat. Ja. Dann kam er irgendwann mal als JBL raus und dann hat, ich weiß gar nicht, ob es JBL selber gesagt hat oder irgendjemand auf jeden Fall am Kommentatorenpult hat gesagt, dass er wenigstens mal an der Börse gearbeitet hat, also weiß er ja, wie es ist. Mhm. Ja, nicht schlecht, Respekt. Aber mal eine ganz andere Frage, mit wem außer Shelton war denn Charlie Haas Champion? Mit Rico oder Constantino. Ja? Oh. Rico? Jackie Gator, das ist nämlich seine Frau und wäre mein dritter Hinweis gewesen. Seit 2008 führen meine Frau und ich ein Lebensmittelgeschäft in Frisco, Texas, für den, der es interessiert. Dann wäre es aber deutlich geworden beim vierten Hinweis. Meine Frau und ich waren zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Ligen. Da gibt es nicht viele. Die dann so eine, gut, jetzt Bully Ray und Velvet Sky haben das jetzt eine Zeit lang mal wieder zelebriert. Doch, und als letzter Hinweis hätte ich dann gesagt, ich bin Teil des World's Greatest Talk Teams, habe ich schon, Tag Teams, ne? Wäre dann ich gewesen. Das wäre dann der letzte Hinweis gewesen. Aber so, 4 Punkte für den Gordon. Und wir kommen zur dritten Persönlichkeit. 2 Stück haben wir noch. Vorletzte also, ja. Hinweis Nummer 1. Ich war sowohl im Ring als auch als Autoritätsperson bei WWE aktiv. Also On-Air-Autoritätsperson. Gut, bisher hat es noch nie beim ersten Hinweis geklingelt. Hat das ja alles Sinn und Zweck gehabt. Ich gebe einfach mal den zweiten Hinweis. Ich wurde in Union City, New Jersey geboren. Jetzt wird es vielleicht etwas deutlicher mit dem dritten Hinweis. Ich begann meine In-Ring-Karriere im Jahr 2007. Such's einfach. AJ Lee? AJ Lee ist richtig. Oh. Was? Ja, gut. Ja, Baby! Krass. Also Gordon fegt hier bisher wirklich durch mit dem Mut zum Risiko. Es gibt keine Minuspunkte bisher, King. Hau doch einfach mal was raus. Ach, vielleicht werdet ihr mit dem voll. Nein, gibt es nicht. Nee. Vielleicht werdet ihr ja was mit dem vorletzten Hinweis. Ich kann in der Vollständigkeit aber noch vorlesen. Ich trat unter anderem auch unter dem Namen Miss April an. Ja. Ja. Ja, und dann natürlich, ich bin die Frau des Best in the World. Die Ehe des Best in the World. Okay, jetzt aber. Jetzt kommt meine absolute Highlight hier in dieser Kategorie, möchte ich fast sagen. Ist nämlich so ein bisschen, ich sag nichts dazu. Der erste Fakt. Ich bin aus dem US-Bundesstaat Michigan.
Der zweite Fakt. Ich hielt unter anderem Titel in WWE, ECW und TNA. Der King. AWD? Nein, nein, du bist mir auf den Leim gegangen. Du bist mir auf den Leim gegangen. Verdammt, du Hund. Gordon, möchtest du den dritten Hinweis hören? Oder möchtest du es auch schon riskieren für 4 Punkte? Nö, ich höre mir den dritten an. Bei TNA lieferte ich mir diverse Hardcore-Schlachten mit dem Monster Abyss. Das passt ja komischerweise immer noch. Immer noch. Es hätte mich noch mehr bestätigt, hätte ich abgewartet. Möchtest du den vorletzten Hinweis? Ja. Mein In-Ring-Outfit besitzt in puncto Schnittform Ähnlichkeit zum alten Ryback-Outfit. Hä? Ja, vom Schnitt her ist das gleich. Ja, aber... Das deutet alles immer noch auf Rob Van Dam hin. Ich habe nicht gesagt, von der Farbe her ist das gleich. Von der Schnittform. Das haben viele. Ja, aber es kommt doch nur einer. Soll ich den letzten Hinweis vorlesen? Ja. Für einen Punkt. Auch bei NXT war ich letztes Jahr aktiv im Ring zu sehen. Das war nämlich Rob Van Dam nicht. Ach, ja, natürlich. Ja. Oh, ist das fies. Ja, ist voll assig. Ich habe ja auch extra gesagt aus dem Bundesstaat Michigan und nicht aus Battle Creek, Michigan. Also, kurz zum Verständnis. King wäre jetzt raus, der dürfte jetzt nicht nochmal buzzern, oder? Nee, leider nicht. Okay. Für Gordon geht es hier noch um einen Punkt. Kann raten, es gibt keine Minuspunkte. Nee, aber mir fällt jetzt gerade so überhaupt gar keine ein. Keine Ahnung, James. James Storm ist falsch. Es wäre gewesen Rhino. Rhino auch aus Michigan, so wie AWD, allerdings nicht aus Battle Creek. War in WWE, ECW und TNA Champ, hatte auch harte Schlachten mit Abyss. Und jetzt sagt mir mal bitte, das ist ja wohl der gleiche Schnitt, den Rhino und Ryback anhatten. Die hatten beide sogar das R hinten auf dem Rücken drauf. Ja. Ich habe nicht gesagt in Sachen Farbe. Ja, das war extra so ein bisschen. Ich musste auch noch irgendwie so einen Co-Fact zwischen AWD und Rhino finden. Das wäre sehr nötig, um den Spaß mitzumachen. Nichtsdestotrotz habt ihr wieder ganz schön abgeräumt. Herr Gordon hat 7 Punkte und der King 2. Genauso wie nach der ersten Runde, deswegen steht es jetzt 14-4. 14-4 und wir kommen zu Runde 3, wer weiß mehr? Ja. Ist natürlich auch einer der Klassiker, kommen aber auch noch ganz neue, innovative Sachen, jetzt aber erstmal so ein bisschen Klassiker abfeiern. Wir haben 4 wer weiß mehr Kategorien, das nehme ich euch vorweg. Ihr seid bitte gleich immer im Wechsel dran und dürft natürlich nichts falsch, aber doppelt sagen. Ne? Das ist klar. Also doppelt dürft ihr so viel, wie ihr wollt. Ich sage, dann hatten wir schon. Okay. Eine falsche Antwort, dann seid ihr raus. Dann hat der andere die Runde gewonnen. Für die erste der 4 Runden gibt es 2 Punkte. Für Runde 2 gibt es 3 Punkte. Für Runde 3 gibt es 3 Punkte. Und für den letzten, wer weiß mehr, gibt es sogar 4 Punkte. Hat einfach ein bisschen mit der Länge zu tun, ne? Dass manche Kategorien einfach so ein bisschen umfassender sind, so ein bisschen größer. Aber ich sag mal, wir fangen ganz leicht an für 2 Punkte. Wer also hier Last Man Standing ist, bekommt die 2 Punkte. Ich möchte gerne von euch alle WCW World Heavyweight Champions seit 1992, seit der Einführung von diesem Blechgürtel da. Bis 2001 Company schließt. Es sind 18 Namen, um euch das Ganze vielleicht so ein bisschen einzugrenzen. Wie gesagt,
Wer möchte anfangen? Möchte einer anfangen? Ansonsten überlasse ich dem King die Wahl, weil er hinten liegt. Du kannst jetzt sagen, ich möchte, dass Gordon anfängt oder ich hau sofort einen raus. Ich fange an. Okay. Sting. Sting. Ric Flair. Ric Flair. Hulk Hogan. Ja. Yep. The Giant. Genau. Randy. Savage. Haben wir auch dabei. Kevin Nash. Richtig. DDP. Yoga. Auch der Diamond Dallas Page war Champion, ja. Goldberg. Natürlich. Lex Luger. Lex Luger. Bret Hart. Auch der Hitman. Ja, Ron Simmons. Richtig, der erste afroamerikanische World Heavyweight Champion. Ah, ja, warte mal. Dann muss es ja auch Vader sein. Vader, sehr gut. Du kommst mir aber nicht hier mit Hollywood Hogan jetzt noch um die Ecke, oder? Das ist eine und dieselbe Person, ne? Nein. Hulk Hogan ist eine und dieselbe Person. Außerdem hat er ja schon als Hulk Hogan den Gürtel gehalten, bevor Hollywood Hogan den Gürtel hielt. Könnte man jetzt ganz... Also durch die Antwort von Gordon vorhin, ich glaube, Gordon hat Hulk Hogan gesagt, oder du, hat sich das schon erledigt. Gut. Wie viele fehlen denn noch? Kein Terry Bollea mehr. Dann, ich muss mal eben durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fehlen euch noch. 7 Stück noch? Also 4 weiß ich noch. Sid Vicious. Sid Vicious ist richtig. Jeff Jarrett. Auch der ist dabei. Das klappt ja wie am Schnürchen her. Booker T. Natürlich. Ja, dann natürlich sein Fädengegner Scott Steiner. Die große letzte World Title Fehde der WCW. Auch Scott Steiner stimmt. Wie viele fehlen jetzt noch? 1, 2, 3 habe ich hier noch. Tatsächlich. Was machen wir denn, wenn ihr beide jetzt durchkommt? Ja. Dann gebe ich euch jeden Punkt. Das ist ja logisch. Da hat er ja beide überlebt. Dann ist es ein Draw. Bis zu welchem Datum? Bis zum Ende der WCW 2001. Bis zum kompletten Ende. Ja, dann ist es David Arquette. David Arquette? Ja, und dann bleiben wir gleich in der Scheißkategorie Vince Russo. Boah, jetzt gibt's aber den ersten Minuspunkt. Ja, jetzt gibt's Minuspunkte. Jetzt gibt's aber Minuspunkt. Vinnie Roo war auch World Heavyweight Champion. Dann hat er den Gürtel aber wieder abgegeben. Einen Namen habe ich hier noch. Und der King hat angefangen. Deswegen muss Gordon den noch delivern. Hä? Wieso? Nee, Gordon, wer hat angefangen? Der King hat angefangen mit Sting. Ich habe angefangen. Da es eine gerade Zahl ist, musst du, glaube ich, jetzt den letzten... Nee. Aber Gordon, ich habe doch gerade Vince Russo gesagt. Nee, dann sind es 19. 19. Entschuldig bitte. Aber trotzdem einen Namen habe ich hier noch stehen. Okay. Einen Namen habe ich hier noch stehen. Wenn ich den jetzt raushau... Dann ist unentschieden, wenn es dann keinen weiteren mehr gibt. Dann habe ich aber einen mehr genannt, ne? Der King hat dann einen mehr genannt, ja. Ja, das hast du jetzt toll überlegt im Vorfeld, ne? Jetzt bist du da. Das ist generell so bei Wer weiß mehr, wenn alles aufgedeckt wird, dann ist es ein Draw. Weil, dann ist es das ist ja dann jetzt,
quasi einen Münzwurf anfängt und das wäre dann unfair. Ja, soll ich den letzten Namen dann nennen und dann einigen wir uns hier auf das Draw? Oder wie machen wir das jetzt? Ja, dann mach. Weil ihr habt jetzt beide 9 genannt. Es ist natürlich jetzt schade. Ich guck mal gerade eben. In anderen Kategorien ist es immer eine gerade Zahl. Tatsache. Dann müsste King er hätte ja auch raushauen. King hätte mich ja auch am Anfang wählen können. Hätte ja auch sagen können, Gordon fängt an. Also ich bin der Meinung, King muss noch einen raushauen. King muss noch einen raushauen, damit er das Ding gewinnt. Aber ne, weil er hat jetzt 9 genannt und Gordon hat 9 genannt. Wir haben jetzt 18 Namen gehört. Und der King wäre jetzt mit seinem 10. Namen dran. Ja, aber wenn er jetzt einen Fehler macht... Ja. Dann bin ich ja der Arsch. Sozusagen. Ja, das ist leider hier mir nicht ganz klar gewesen bei der ungeraden Zahl. Tut mir leid. Warte mal. Ich glaube nämlich, ich weiß den letzten. Sollen wir dir sonst beide eine Private Message schicken? Mit dem Namen? Also, eigentlich gibt es nur ein Draw, wenn ihr komplett aufgelöst habt. So kenne ich das. So, und ja, es muss so lange abwechselnd. Ja, aber es ist ja an sich eine Frage jetzt der Fairness, ohne dass er einen Namen wirklich de facto mehr wissen muss. Ich weiß den letzten, glaube ich, auch. Sonst schicken wir jetzt beide den letzten an dich per Private Message und wenn wir ihn beide richtig haben, ist es halt ein Draw. Okay. Dann gibt es ja für jeden Punkt, ne? Wärst du damit einverstanden? Ja, das können wir machen. Schreib mir bitte den letzten Namen. Du musst mich dann mal kurz hinzufügen bei Skype. Du hast ja am Anfang 18 gesagt, ne? Da hätte ja King theoretisch anders taktieren können mit der Auswahl. Okay, dann kann man das durchgehen lassen. Aber sonst wäre ich da ein bisschen strenger. Ja, aber das ist, wie gesagt, die einzige Runde in der Größenordnung, wo ich mir eigentlich auch sicher war, ihr kommt mit den Namen durch. Wenn ihr jetzt die anderen drei, wer weiß mehr, es auch so eindrucksvoll durchhaut, dann kippe ich endgültig vom Stuhl und moderiere das Quiz auf dem Boden weiter. Ich hoffe mal nicht, dass wir nochmal zu dieser Pattsituation kommen. So, vom King habe ich bereits eine Private Message. Der Gordon wollte mich hier noch irgendwo hinzufügen. Ja, ich habe dir die Kontakt- und Frage zweimal geschickt. Ach da. Ja. So, da habe ich auch schon seine Antwort. Ja, der King hat mir geschrieben, so den Namen darf ich gar nicht beim Quiz nennen. Der ist ja verboten und Gordon hat mir auch den verbotenen Namen geschickt. Die kriegt beide einen Punkt. Okay? Nein, für die Hörer also da draußen, es war Chris Benoit, der tatsächlich für einen Tag WCW World Champion war. Ja. Ja. Und danach die Company verlassen hat. Und Sid hatte den halben Fuß wahrscheinlich unterm Seil und deshalb gilt das nicht. So ein Quatsch. Ja, Sid wollte ja auch nicht austappen. Voll billig. Tja. So, also jeder ein Punkt. Damit steht es statt 14-4, 15-5. Die zweite Runde, wer weiß mehr, für 3 Punkte. Es sind 32 Namen. 32, eine gerade Zahl. Der King darf wieder aussuchen, wer anfängt und wer nicht, weil er die letzte Runde jetzt hier gerade nicht gewonnen hat. Es war ja ein Draw, aber wir machen einfach, weil du hier mal noch hinten liegst. Ja, ob das jetzt 32 am Ende... Ich kann dir mal sagen, worum es geht. Steht ja noch außer Frage. Ich sag trotzdem schon mal, der Gordon fängt an. Der Gordon fängt an. Okay, schon mal ganz schlau gemacht. Gordon, King, ich möchte bitte TNA X-Division Champions von 2002 bis 2016 einschließlich. Ach du Heimatland. 32 Namen. Oh, das geht doch gut. Wer als letzter stehen bleibt, bekommt 3 Punkte. Gordon fängt an. Ja. Denn du musst ja eigentlich irgendjemanden nehmen, den irgendwie jeder kennt, ne? Samoa Joe. Samoa Joe. Habe ich noch da? Okay. Ja, ich nehme direkt den ersten, AJ Styles. Ja. Kazarian? Ja. Okay. Ich muss eben auf meiner Liste suchen. Da habe ich ne. King, du darfst. Der Pioneer of the X Division, Jerry Lynn. Auch der ist dabei. Jay Lethal?
Jay Lethal, ja. Yeah. Ja, komm, dann mein absolut Lieblings-X-Division-Champion, Sunny Siaki. Der ist dabei. Alex Shelley. Alex Shelley ist auch dabei. Christopher Daniels. Ist dabei. TNA habe ich ja nur eine ganze Weile nur gesehen. Zählt er denn jetzt auch Suicide? Oder zählt er nicht, weil da irgendwie mal Daniels und mal Kazarian drunter waren? Und dann noch jemand Drittes. Und denjenigen hätte ich dann als Suicide gelten lassen, weil der de facto auch on-air als Suicide demaskiert wurde. Auch wenn vorher natürlich auch Daniels und Kazarian drunter sind. Die hatten wir jetzt natürlich auch schon als Antworten. Ja. Dafür gibt es keine Beweise. Dann nehme ich Chris Sabin, hatten wir den schon? Den hatten wir noch nicht. Dann nehme ich den. Ich glaube, ist sogar der Rekordchampion. Oder JFK? Oh, da fragst du mich was. Ja, der hat ihn auf jeden Fall 3 oder 4 ja. Mal. Müsste sein, ja. Erstmal ein Schluck Wasser. Amazing Red. Amazing Red ist dabei. Ja. The Amazing. Kleine Bruder von Crimson. I'm amazing. Doug Williams. Ja, natürlich. Ja, dein Favorite, Loki. Hatten wir den schon? Senshi? Nein, den hatten wir noch nicht. Nee, ne? Loki ist dabei. Der zweite X-Division Champion ever. Austin Aries. Natürlich. Auch A-Double war X-Division Champion. Und das nicht nur einmal. Ja, Option C. Ja. Riesenmoment. Bis heute. Dann Sima Iron. Ja. DJZ. Genau. Ich glaube, als DJZ war er nicht mehr, oder? Nee, das war, glaube ich, zu seiner Anfangszeit. Ach Gott, wie hieß denn hier die englische Krücke da? Oh Mann. Spud. Rockstar Spud. Ja, genau, ja. Rockstar Spud, ja. Spud lasse ich aber gelten. Bis jetzt aktuell, oder was? Bis jetzt aktuell. Dann warum? Trevor Lee. Wer? Ja, ja, das ist der aktuelle X-Division Champion. Der kleine Bruder von Bram. Frage ich mich auch immer. Wer? Kenny King. Der King of the Night. Natürlich, stimmt. Das wird auch echt schwer, Mann. Die leert sich aber schnell, die Liste. Hab echt nicht viel. Kurt Angle. Kurt Angle war doch mal alles Champion. Der war alles Champion, genau. Richtig, da war er auch X-Division Champion. Eine Verständnisfrage wegen eben. Man muss also quasi den demaskierten Suicide nennen. Den Namen, oder was? Ja. Okay. Hast du den Ball natürlich jetzt nochmal so einen Knochen da hingeworfen, ne? Ja, weil du ja sagtest, das ist der, der als der Demaskierte gilt, weil ja vorhin Gordon kam, nach Suicide gefragt hat und du dann ja meintest, der dritte Name würde gelten, oder? Ja, ja, richtig. Das nicht, dass der dann mal gepflegt ignoriert. Nee, nee, den habe ich hier noch. Ja, ja, deswegen, ich habe mich auch gewundert, dass es dann einfach so weiterging. Ja, ja, ich habe dann auch gedacht. Okay. Da ich das jetzt den mal jetzt nicht genannt habe, habe ich den für mich schon nach hinten geschoben. Ah, der bunkert. Ja, ich bunker noch ein bisschen, ja. Gordon ist dran. Manic.
Manic war der Name. King, du hast, musst den Bunker neu einrichten. Wenn er mir schon sagt, dass er den Bunkert, das geht ja gar nicht. Ja, das ist ein Pokerspiel. DJ Perkins hätte ich aber auch gelten lassen als Antwort. Nee, genau, ich dachte jetzt, aber du willst Moment. DJ Perkins raus. Ja, eben. Ihr hättet mir nur sagen können, der Typ, der ja auch Manic war, dieser Das DJ ist eine Perkins. Klare Identifikation, aber ich stelle mir gerade vor, wie Suicide demaskiert wird und darunter steckt Manic. Mit einer Maske. Das hätte gut ausgesehen. Dann hätten wir ja noch eine Antwort gehabt. Ich bin dran, ne? Ja. Ja. Homicide? Hatten wir den schon? Homicide hatten wir noch nicht. Ja. Sehr guter Wrestler. So. Gordon wieder? Ja, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich sag's jetzt trotzdem mal. Ich meine nämlich auch, dass Abyss mal X-Division Champion war. Natürlich. Abyss war doch auch mal, hatte X-Division doch mal als Geisel gehabt. Das war so schlecht. Ja, Tigre Uno. Yeah. Tigre Uno. Der Mann, der was mit Donald Trump am Laufen hat. Oder auch nicht. Genau, wie Peter hat ja nicht geantwortet. So, mal durchzählen, wie viele euch noch fehlen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Namen brauchen wir nur noch. Wow. So, Petey Williams, ne? Petey Williams ist dabei. Dann nehme ich Sanada. The Great Sanada. The Great Sanada, ja. Der morgens im... Der nachts aufsteht und joggt. Ja, dann, ja morgens im Frühtau. Zu Berge. Die Wälder sammelt, spazieren geht. Was auch immer. Leck mich doch am Arsch. Jetzt wird's schwer. Ja. Ja. So viele gibt's nicht mehr, oder? Einen weiß ich noch. Ich überlege es. Acht habe ich hier noch stehen. Acht? Mhm. Aber schon mal Hut ab, ihr habt jetzt auf jeden Fall schon 24 aus 32, das ist aber schon eine Hausnummer. Einen weiß ich auch noch. Aber hier will ich lieber zurückstellen. Ja, du bist aber dran, ne? Ja, ich weiß, ich überlege gerade noch. Sixpack. Sixpack, ja. Ich hätte natürlich auch Sean Waltman oder wie auch immer, hättet ihr mir den Mann umschrieben, gelten lassen. Ist dabei. Sheik Abdul Bashir. Ja, die Lucha Underground-Gucker unter euch kennen den Mann, glaube ich, eher als Isländer. Da war er doch auch, oder nicht? Hat er den nicht so abgefeiert? Nee, überhaupt nicht. Das ist das nicht Khosrow Daivari? Ja. Khosrow Daivari ist natürlich richtig. War auch X-Division Champion. Noch 6 Namen. Sonny Siaki. Den hatten wir schon. Mhm. Achso, den hatten wir schon. Der Lieblings-X-Division-Champ vom King gewesen. Warte mal, jetzt muss ich echt mal... Das ist The Rock and Klein. Der Kiesel. Der Homicide hatten wir auch, ne? Mhm. Der Fregel. Der Fregel-Rock. Brian Kendrick. Natürlich, der Mann, der bis den Gürtel wieder abgenommen hat. Und die Herrschaft, die Terrorherrschaft beendet hat, Brian Kendrick. Noch 5 Namen. Meine Güte. Hm. King, mach mich nicht schwach, nicht, dass ihr das schon wieder alles knackt hier. Ich glaube, auf den einen kommen sie nicht. Wie viel hast du denn noch von den 5, JFK? Hast du noch ein, zwei? Also ich habe da die ganze Zeit einen Namen im Kopf, den man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat. Robbie E. Ja, natürlich. Den meinte ich. Ganz am Anfang seiner TNA-Karriere hat er mal in X-Division gewrestelt. Mhm. Viel zu lange. So, dann haben wir noch 4 Namen hier stehen. Gordon ist wieder dran. 2 habe ich noch.
Würde ja reichen. Könnte reichen, ja. Macht mich nicht schwach. Sei denn, Gordon nimmt jetzt genau die ich haben will. Tiebreaker haben. Kid Cash. Ja, Kid Cash. Das war einer von den beiden. Immerhin. Ja. Den wusste ich noch aus dem Viertelfinale. Das war der, den ich die ganze Zeit zurückgehalten habe. Johnny Devine. Paparazzi. Ja, yep. Johnny Devine. Das müsste so in dieser Geschichte mit Team 3D gewesen sein. Er war der Champ von Team 3D, genau. Ja, der Handlanger von denen. Zwei Namen noch. Ja, wenn ihr die jetzt beide habt, ich weiß gar nicht, was man da mit den drei Punkten machen, kriegt jeder einen. Aus. So, dann gibt es keine anderthalb oder so, gibt's hier nicht. Ja, hast du mal eine Ansage. Auf jeden Fall jetzt schon Wahnsinn hier, was er 30 X-Division Champions unter Rad hat. Meine Güte. Stimmt noch einer irgendwie aus der ersten Zeit, ne? Warte mal, da war doch. Oh Gott, wie war das noch? Oh ja, warte mal, wie hieß der Idiot denn noch? Der war doch Schüler von Shawn Michaels. Oder war der sogar mit dem verwandt? Haben sie so einen riesen Fass aufgemacht und der war eigentlich voll kacke. Wisst ihr, wen ich meine? Alter, wie hieß der denn noch? Ich denke jetzt über Let's Kate, wenn du mir sagst, Schüler von Shawn Michaels. Ah, den meinen wir natürlich nicht, der war ja auch kein X-Division Competitor. Da müsste ML auch so fair sein und naja. Jetzt hat doch einen Rand. Warte mal. Also es sind noch zwei Namen, ne? Vielleicht. Ja, ja. Den Namen versteifst. Michael Shane. Boah. Das ist richtig. Das ist nämlich der, den du gesucht hast. Matt Bentley hätte ich auch gerne lassen. Ja, genau. Das war der Name, der mir fehlte. Matt Bentley. Er hat sich dann später umbenannt in Matt Bentley, genau. Ja. Aber so, als diese ganze Shawn Michaels Klamotte noch war, da wurde er noch exklusiv als Michael Shane da vorgestellt. Und hielt auch den Gürtel. Ja, King. Da der Gordon angefangen hat diesmal. Und ja, wenn du mir den letzten Namen nicht nennen kannst, hat er das Ding hier gewonnen. Ich habe jetzt auch keinen mehr gehabt. Matt Bentley war mein letzter. Ich wusste, der war mit Kazarian Marco Champ. Mhm. Ja, er war auch noch diese wilde Zeit. Ich glaube, er war auch noch in diesem Raven Stable, die Serotonin oder wie die hieß. Ja, genau. Ja, genau. JFK, möchtest du auflösen? Naja, halt, stopp. Ich habe doch noch nicht gesagt, dass ich aufgebe. Ich kann ja noch raten. Ja, würde ich auch machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir alle schon hatten. Ja gut, die doppelten darf ich ja. Doppelt nennen darfst du ja. Ja, doppelt darf ich ja. Doug Williams hatten wir, ne? Mhm. Den hatten wir auf jeden Fall. Den hat er, glaube ich, Gordon genannt. Ich habe den nämlich nicht genannt. In der jüngeren Vergangenheit, wenn wir mal jetzt zurückdenken. Ich bin ja froh, dass du den Tigre Uno genommen hast, den hätte ich nämlich nicht gewusst. Ich dachte,
dachte, weil der nicht, das ist noch nicht so lange her, das hat man noch auf dem Schirm, da habe ich den mal früh rausgehauen, hätte ich das jetzt gewusst natürlich. Die beiden Trevor Lee und Tigre Uno, die du da genannt hast, die hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich das momentan so nicht verfolge. AVD hatten wir auch schon, ne? Nein. Nein? Ja, dann, okay. Ja, jeder einen Punkt. Juhu! Man hat mich auch gewundert, warum nennt ihr denn nicht Rob Van Dam? Warum nennt ihr denn nicht Rob Van Dam? Als ihr diese ganzen, als ihr Kurt Angle und Abyss hattet, war ich mir nicht sicher, jetzt kommt gleich der nächste. Nicht vielleicht, rein. Weil wir den zwischen all den anderen vergessen haben. Das kann natürlich sein. Keine Assoziation mehr gegeben in dem Zug. Ihr macht mich fertig hier. Wieder ein Draw. Es geht wieder hier. Was denn mit EY? Eric Young hatte den nicht. Nee? Ja. Oh, also Jeff Kay. Ja, ich dachte, der hätte hier die Triple Crown. Nee? Nee, er war doch Tag Team Champion, Global Champion, Champion, Women's Tag Team Champion und sowas alles. Ja, genau, Women's Tag Team. Oh. Triple Crown hat er schon, nur nicht die. Ja, ja, gut. Ja. Und er hat diesen Legends-Gürtel, oder wie auch immer, der hieß jetzt in allen Variationen. In allen Formen. Ja. Ja, aber gehen wir mal weg von Eric Young und TNA. 16:6 steht es jetzt übrigens. Das ist meine absolute Stärke. 10 Punkte Differenz. Wir gehen mal wieder nach Connecticut, würde ich sagen. Ja. Das finde ich schon viel besser. Ich möchte seit dem 18. Mai 2003, ihr ahnt es, alle Intercontinental Champion seit dem 18. Mai 2003, seit der Wiedereinführung des Intercontinental Champion Titels. King, wer darf anfangen? Ach komm, lass uns mal den Gordon anfangen. Es sind 33 Namen, also haben wir nachher wieder so einen Tiebreaker, sehe ich hier gerade, ja? Falls ihr da hinkommen solltet, ich würde euch nur schon mal vorwarnen. Gordon fängt an. Seit 2003, seit der Wiedereinführung des Intercontinental Champion Titels. Dann nehmen wir den aktuellen, ne? The Miz. The Miz. Ja, nehmen wir den davor, Zack Ryder. Zack Ryder. Dann nehmen wir den davor, Kevin Owens. Yep. Macht das ganz geschickt, King. Ist den davor oder was? Ja, nehmen wir doch Dean Ambrose. Okay. Noch kann ich folgen. Ja, dann nehme ich den davor, Kevin Owens. Ach nee, Mist. Den hatten wir schon. Das ist ein anderes Spiel. Gab's auch schon. Zwieback. Ryback, meine ich. Ja, sein Outfit besitzt Ähnlichkeit mit dem vom Rhino. Sein altes. Ja, dann war Daniel Bryan. Ihr macht mich fertig hier, aber so habe ich es wenigstens leicht beim Durchstreichen hier von den Antworten. Gordon ist wieder dran. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, da habt ihr jetzt aber ein bisschen was in der Liste ausgelassen. Okay. Mein Gott. Ja, davon müsste es nämlich noch Bad News Barrett gewesen sein. Zum 130. Mal. Ja, das haben wir ja jetzt hinter uns. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr. Luke Harper. Luke Harper ist richtig, der King ist wieder dran. Jetzt kann ich der Reihenfolge nicht mehr folgen. Jetzt muss ich wild hier durcheinander gehen. Kofi Kingston. Ja, natürlich. Cody Rhodes. Und auch Cody Rhodes. Grüße an unseren Isco. Chris Jericho, wo du hier gerade schon den Isco ansprichst. Ja, da habe ich es dir natürlich zu einfach gemacht, der Rekord Intercontinental Champion. Rey Mysterio. Ja, der war doch auch Intercontinental Champion. Jo, CM Punk. Auch der ist dabei. Drew McIntyre. Wer? Nein, natürlich. Drew McIntyre war Intercontinental Champion. Santino Marella.
Ja. John Morrison. Ja, den habe ich hier noch unter einem anderen Namen stehen, richtig. John Morrison. Dann sage ich jetzt schon mal RVD, bevor wir den wieder vergessen. Gut, ich dass ihr mir wieder RVD vergesst, ja. JBL? Ja. Galito. Ja, hatten wir ja vorhin eingangs in der Aufwärmrunde noch. Mhm. Gut aufgepasst. William Regal. Natürlich. Shelton Benjamin. Ja. Der hatte ja auch ziemlich lange. Ich bleib mal bei William Regal und sag Humanga. Genau. Jeff Hardy. Hardy. Ja. Hatten wir Christian schon? Den hatten wir noch nicht. Jetzt dann nehme ich den. Der war der erste Intercontinental Champion seit der Wiedereinführung. Hatte damals die Battle Royale gewonnen. Dann nehme ich Edge. Der war auch dann nochmal Intercontinental Champion. Randy Orton. Natürlich. Der war das auch ziemlich lange, ne? 2003. Der war der Legend Killer, ja. Ja, genau. Lange Inception. Wie viel haben wir noch? Da muss ich mal eben durchzählen. 1, 2, auch nicht mehr viel. 3, 4, 5, 6. Haben wir nur noch 6 Namen? Meine Güte, ja. Macht mich fertig. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, die letzte Runde werdet ihr nicht komplett machen. Dann mache ich das Quiz nämlich aus. Das könnt ihr nicht schaffen. Smoky Mountain Champions. Ja. Ich glaube, 3 weiß ich noch. Hatten wir Big Show? Big Show hatten wir noch nicht. Gut. So, 1, 2, 3, 4, 5 Namen noch. Woo! 4 Namen noch. Der Nature Boy war ja auch nochmal auf seine alten Tage. Jawohl, der hatte da auch nochmal so einen Scheiße. Wichtiger Name. Ich glaube, der hat den von Kalito sogar gewonnen. Da war diese Fehde noch. Booker T. Ja. Drei Namen noch. Ich habe noch einen in der Hinterhand. Oh, das ist gut. Auch wenn Gordon den hat, ne, dann. Da sind nämlich auch so, da sind jetzt eigentlich so Kandidaten bei, also einer. Ja. 3 Namen sind es jetzt halt noch. JFK, wüsstest du noch einen von den 3 Namen? Ja. Big E. Big E. Ja, da sind noch 2 Namen. Den konnte man auch noch wissen, ja. Scheiße. King, du musst ihn raushauen. Ich glaube, ich muss ihn raushauen. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Und dann gibt's doch den Tiebreaker. Das sind 33 Namen. Du musst jetzt parieren und dann müssen wir es wieder wie mit dem Chris Benoit vorhin machen. Der war übrigens keiner der beiden Antworten jetzt hier. Du bist jetzt nochmal dran, das 16. Mal sozusagen. Ich weiß, wen er hat. Ja, musst du hoffen, dass er ihn jetzt nicht nennt, damit du auch noch gleich bei deiner Personal-Nachricht da was schreiben kannst. Ja, komm, Curtis Axel. Curtis Axel? Oh nee, richtig. Ich hätte den anderen gedacht. Ezekiel Jackson. Ah, das, ja. Ja, jetzt sind wir leider durch. Jetzt hast du es leider. Ja, soll ich es dir nochmal schreiben, Ezekiel Jackson? Schreib mir doch nochmal Ezekiel Jackson. Ihr macht mich fertig. Was mache ich denn jetzt mit euch? 16-6 stand es hier. Hättest jetzt 3 Punkte gegeben. Habt ihr wieder alles gewusst? Ich weiß es nicht. King, hättest du denn Ezekiel Jackson gewusst? Ja, natürlich. Ehrlich zu sagen. Bringt nichts. So,
Ja, ja, alle, verdammt, hätte ich hier nicht. Ja. Verdammt! Ah! Alle genannt ist ein Draw. Das, also so kenne ich das. Ja, Schlag ja. Den Farb auch von den anderen Spielen, die wir hatten, ist eigentlich eindeutig. Aber ist dein Spiel, deine Regel. Ja, was mache ich jetzt hier? Weiß ich nicht. Soll ich euch wieder jemals einen Punkt geben, oder? Aber der King hätte Ezekiel Jackson nicht gewusst. So, jetzt gleich hättet ihr es geschrieben. Vielleicht hätte ich es geraten. Vielleicht hätte er es geraten. Nein. Ich bin jetzt eigentlich so sauer, ich will euch eigentlich überhaupt keine Punkte für die Runde geben. Dein Spiel, deine Regel. Ja, ja, bleibt beim 16-6 hier, können wir nicht ändern, tut mir leid. 17-7 dann bitte. Nee, es gibt keine Punkte hier. Kein Draw, nichts. Draw hätte es ja nur gegeben, hättet ihr mir beide Ezekiel Jackson geschrieben. Was du ja auch gewusst hättest, hättest es nicht vorher schon gesagt und der King, das schreibt sich ja. Du hattest gesagt, das geht immer auf. Du hast gesagt, die nächsten Male sind immer gerade. Ja, aber jetzt ist es auch wieder gerade. Ich habe mich leider verguckt hier. 33. Beim nächsten sind 26, kann ich sagen, und die werdet ihr nicht alle wissen. Ich mache das Quiz, wie gesagt, dann aus. Es sind auch keine Champions. Also ich muss die Runde jetzt hier leider annullieren. Die geht jetzt leider 16-6 weiterhin. Wie gesagt, 26 Namen. Und es sind jetzt keine Champions. Es sind keine Gürtelträger, Gott sei Dank. Einmal durchatmen. Ich möchte von euch Main-Event-Gegner bei Pay-Per-Views. Ich spreche vom Main-Event, vom letzten Match des Abends. Im Single One-on-One gegen John Cena. Wer hat mit John Cena One-on-One in Pay-Per-View geheadlined? Alle. 26 Namen. Nein, nur One-on-One. Ich möchte jetzt alle. Rumble, Elimination Chamber, Ladder Gedöns, Money in the Bank, irgendwas oder so, auch kein Triple Threat Match. Wer stand One-on-One mit John Cena im Main Event eines WWE Pay-Per-Views? King, wer darf anfangen? Ich fange an. Ja, bitte. Randy Orton, zum ersten Mal beim SummerSlam 2007. Das ist richtig. Gordon? Triple H. Hunter, zum ersten Mal bei WrestleMania 22 im Jahre 2006. Wenn euch das interessiert, sage ich das immer dabei. Vorher schon bei einer Hausshow in Hamburg. So. Ende 2005. Und der King ist wieder dran. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Extreme Rules 2012. The Miz. WrestleMania 27, The Miz. Frechheit. Edge. Edge. Zum ersten Mal, wenn wir es ganz genau gehen, natürlich New Year's Revolution 2.6. CM Punk. Money in the Bank 2011. Jawohl. Seth Rollins. Seth Rollins ist dabei. Ja. Yep. Nein. Hä? Das ist falsch. Wollte gerade sagen, das ist falsch. War irgendwo in der Midcard. Ich hab's geahnt. Das war doch der Main Event, du meinst bei den Survivor Series oder was, ne? Ach ja, das war andersrum. Ja. Das war aber Bray Wyatt und Dean Ambrose, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Seth Rollins und John Cena, auch wenn sie sehr, sehr gute Matches hatten, waren die nie im Main Event. Ja, das tut mir natürlich leid. Jetzt geht der dicke Batzen dann nochmal an den Gordon hier, die 4 Punkte. Genau den wollte ich auch nehmen, den dicken Batzen. Den dicken Batzen. Schade, Mensch. Ich hatte mich jetzt so auf die Runde gefreut. Da waren noch so viele tolle Namen dabei. Soll ich sie noch alle vorlesen? Ja. Interessiert's euch. JBL beim Judgment Day 2.5. Kurt Angle beim Forgiven 2.5. RVD bei One Night Stand 2.6, Umaga bei New Year's Revolution 2.7, Shawn Michaels bei WrestleMania 23 2.7, der Great Khali beim Judgment Day 2.7, Bobby Lashley beim Great American Bash 2.7, das war gut. Chris Jericho bei der SUSE 2.8, Batista bei Extreme Rules 2.10, Sheamus bei Money in the Bank 2.10, Barrett bei TLC 2.10, A-Truth bei Capital Punishment 2.11, Alberto Del Rio bei Vengeance 2.11, Kane bei Elimination Chamber 2.12, The Rock bei WrestleMania 28 2012,
John Laurinaitis, Over the Limit 2012, The Big Show, No Way Out 2012, Dolph Ziggler, TLC 2012, Ryback, Payback 2013 und Daniel Bryan, der letzte Main Event Gegner von John Cena beim SummerSlam 2014. Ist schon eine Weile her, ne? Ja, weil so ein Big Johnny, den hatte ich so mit als Ersten im Kopf, den dachte ich mir, ah, den sparst du dir für später auf. Na ja, toll. Das ist schon fast 2 Jahre her. Falsch gedacht. Das ist schon fast 2 Jahre her, dass John Cena im letzten Match des Abends schon. Krass. Und man hat immer noch genug von ihm, ne? Es hallt nach. Es hallt nach. Es gibt ja auch Gerüchte, dass diverse Moontalk-Talker ihm eine Theme-Hommage widmen wollen oder müssen im Zuge einer Tippspielstrafe. Ja. Lasst euch da überraschen, liebes Mooniverse. Hihi. Das ist ein bisschen schwer mit einer MIDI-Datei, aber gut. Du kriegst das schon hin. Natürlich. Du kriegst das schon. Wie steht's jetzt? Gordon hat nochmal 4 Punkte abgesahnt, nachdem ich euch da beleidigterweise gar keine Punkte gegeben habe und es weiter 16-6 stand und er jetzt den dicken Batzen von 4 Punkten kriegt, führt er jetzt ganz stattlich mit 20-6. Und wir sind in der Halbzeit des Quizzes angekommen. Wir haben also die Hälfte der Runden weg. Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen, Batzen. Ja, mal sehen, ob du dich gleich immer noch so freust. Dein Habe Kerkeling Jingles. So, 4. Runde, 20-6. Die Runde heißt, wer war nach dem Pay-Per-View Champion? Ich nenne euch gleich den Pay-Per-View und ich nenne euch so ein paar Orientierungspunkte, so ein paar Fixpunkte, was den Pay-Per-View so ein bisschen hervorstechen ließ, was den so groß gemacht hat, beziehungsweise wofür man den Pay-Per-View kennt. Ich möchte aber natürlich was ganz anderes wissen. Ich möchte natürlich jetzt dann irgendwas ganz Fieses dann wissen, was zu der Zeit dann auch da war. Also wie gesagt, das, was ich euch dabei sage, gilt nur als zeitliche Orientierung, dass ihr das für euch vielleicht ein bisschen besser einordnen könnt. Aber es geht immer um den Heavyweight-Champ, oder? Es geht nicht um den Heavyweight-Champ. Ich nenne euch jetzt gleich den Pay-Per-View und was da so abging und dann sage ich euch, wer war denn da und da Cruiserweight-Champion? Mhm. Zum Beispiel jetzt. Ne? Cruiserweight-Champion frage ich, glaube ich, gar nicht nach. Kann ich ja gar nicht. Das wird für mich auch... Matchcards. Da das jetzt auch wirklich nicht alles so richtig super krasse Sachen sind, ich glaube, jetzt ist auch keine WrestleMania dabei, oder doch, eine ist dabei, also eher kleinere Pay-Per-Views sind. Ja, noch besser. Gibt es mir ja sogar 3 Punkte pro Antwort. Also wenn ihr mir wirklich genau sagen könnt, wer nach dem Pay-Per-View, ne, wir reden immer davon, wenn der Pay-Per-View off-air ging, wer danach den Gürtel gehalten hat. Also nicht, als der Pay-Per-View angefangen hat oder so. Ne? Also wer danach dem Pay-Per-View Champion war, gibt's 3 Punkte. Wir fangen einfach mal an, ja? Wir haben das Jahr 2011. Für viele so der letzte große Ruck, der dann da durchging im Sommer. Wir reden natürlich von Money in the Bank 2011. 2 WWE-Champions, CM Punk verlässt mit dem Gürtel Chicago und die WWE vorzeitig erstmal. Ich möchte von euch wissen, wer war zu dem Zeitpunkt denn, als Money in the Bank off-air ging, World Heavyweight Champion? Da so. Hat einer gebuzzert, Gordon. Ja, das ist Gordon. Das müsste Christian gewesen sein. Da war nämlich, glaube ich, diese komische Stipulation, wenn Randy Orton disqualifiziert wird, verliert er trotzdem den Belt. Richtig. Das sind 3 Punkte für Gordon. Sehr gute Matchserie damals, Christian World Heavyweight Champion zu der Zeit. Der nächste Event. Royal Rumble 1999. Ja, wir verlassen die 2000er Marke einmal. Wir rutschen kurz runter. Ja. Aber auch nur kurz, ne? Buh. Oldschool-Quiz haben wir ja sonst immer. Wir können ja auch mal so ein bisschen was aus der jüngeren Vergangenheit. Da sind nämlich die grauen Zellen nochmal beansprucht. Da wird das Kurzzeitgedächtnis nochmal gefordert. Aber Royal Rumble 97 ist natürlich schon 17 Jahre her. 99. Alle haben sich natürlich, 99, ja. Alle haben natürlich noch das große I Quit Match im Kopf zwischen The Rock und Mankind. Ich möchte aber wissen, wer hat den Pay-Per-View als Intercontinental Champion verlassen? Krass, das ist Gordon wieder. Ken Shamrock.
Das war Cat Shamrock, der Billy Gunn besiegte. Den Rumble 99 habe ich ungefähr 8 Mal gesehen, weil ich damals dachte, Gott, war der beschissen. Und ich habe den so oft geguckt und habe jedes Mal gedacht, du musst den mögen. Und ging einfach nicht. Ich fand den so scheiße, den Pay-Per-View. Ja, wie fandst du denn, oder wie fandet ihr denn die Survivor Series 2008? Bestimmt gut. John Cena wird wieder mal World Heavyweight Champion, besiegt Chris Jericho. Team Orton besiegt unter anderem Team Batista. Aber ich möchte von euch wissen, wer verließ den Pay-Per-View als WWE Champion? Der King. Edge? Das war Edge, der damals in einem Triple Threat Match Triple H und Wladimir Kozlov besiegte. Ach Gott, ja, stimmt. Eine ganz komische Klamotte war das. Das war so beschissen. Kein Wunder, dass ich das ausgeblendet habe. 3 Punkte für den King jetzt hier an der Stelle. Und wir kommen zur 4. von insgesamt 6. Ja, also hier ist auch über der Hälfte durch. Wir kommen zu meiner Lieblings-WrestleMania. WrestleMania 19. Großartige Matches. The Rock gegen Stone Cold. Der Final Encounter, wenn man so will. Stone Colds letztes WWE-Match. Brock Lesnar gegen Kurt Angle. Triple H gegen Booker T. Na gut, das war nicht. Aber natürlich Chris Jericho gegen Shawn Michaels. Ich möchte aber wissen, wer verließ den Pay-Per-View als WWE Tag Team Champions? Gordon? Gott, das waren WWE Tag Team Champions, ne? Weil ja, da gab es doch 2 Titel. Ich habe WWE Tag Team Champions gesagt. Mhm. Dann ist es, glaube ich, Team Angle. Das ist richtig. Es waren Charlie Haas und Shelton Benjamin, die siegreich gegen die Los Guerreros und das Stümmelchen-Team waren, wie ich es immer genannt habe, Chris Benoit und Rhino. Ja, wenn die gefeiert haben, also hoch haben die Arme nicht gehalten. Crino geht auch. Crino. Dann 3 für Gordon hier. So. 2 Stück noch, ja. No Way Out 2004. Die große Stunde in der Karriere von Eddie Guerrero. Er wird zum ersten Mal WWE Champion. Besiegt Brock Lesnar im Main Event. Verließ also den Pay-Per-View als WWE Champion. Wer verließ den Pay-Per-View als United States Champion? JFK, da kann ich schon eine gewisse Ahnung erhören. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hilft es ja so ein bisschen, wenn ihr euch nochmal ins Bewusstsein ruft, was für ein Pay-Per-View das ist. Im Kalenderjahr. Oder das zu dem Zeitpunkt war.
ja, warte mal. Das. Gordon? Das war vor WrestleMania 20. Also, John Cena. John Cena ist falsch. John Cena hat den Gürtel erst bei WrestleMania 20 im Opener gewonnen. Ach, damit. Ja, dann, ja. Ja, dann weiß ich wer. Ja, okay. Alles klar. Ja, stimmt. Ja, ja, jetzt weiß ich wer. Nee, alles klar. Ich habe keine Ahnung. Dabei habe ich dir jetzt schon so Hilfe gegeben, jetzt gerade eben. Oh, ja. Ich wollte mir eigentlich schon auf den Finger beißen. Also offensichtlicher kann ich dir den Steel Chair nicht hinschreiben. Ja, ich habe gerade Blackout. Ich weiß es nicht. Soll ich auflösen? Ja, kannst du nochmal raten? Hier gibt es noch keine. Jetzt weiß ich es natürlich. Ja, gut. Dir kann ich jetzt leider bei der falschen Antwort keine mehr genehmigen. Ja. Nee, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Well. Oh, ja. It's a Big Show. Die Big Show. Die Big Jawohl, Show. Sie haben meine Antwort nicht richtig beantwortet. Ja, gut, Gordon hätte es trotzdem gewusst, aber egal. Die war schwer. Aber die letzte, vielleicht ist die ja ein bisschen leichter für euch. Es liegt da nicht ganz so weit zurück. Der SummerSlam 2013. Ja, wir erinnern uns an die großen Matches beim SummerSlam 2013. Aber wer war denn Divas Champion, nachdem der SummerSlam 2013 zu Ende war? Da wäre ich komplett raus. Wie? Da war doch Best gegen Beast. Ja, und? Und? Ja. Ich weiß noch, dass da eigentlich jedes Match ziemlich gut war. Aber sonst? Ach komm hier, ich muss noch was probieren. AJ? Das ist richtig. Hey. Sie hat ihren Gürtel gar nicht verteidigt, sondern sie verlor mit Big E gegen Dolph Ziggler und Caitlin. Der Gürtel stand gar nicht auf dem Spiel, aber war natürlich auch nicht gefragt. Ich wollte nur wissen, wer nach dem SummerSlam Divas Champion war. Ah. Ach, so einer bist du. So einer bin ich. Das sind dann nochmal 3 Punkte für den King. Er hat 2x3 Punkte abgeräumt, sind 6 für ihn. Zu den 6, die er schon hatte, sind das 12. Gordon hat 3x3 Punkte abgeräumt, sind 9. Zu den 20, die er hatte, sind das 9. Und 20 insgesamt zu 12, 29 zu 12. Ja, bei dem einen oder anderen Quiz könnte man jetzt die Flinte ins Korn werfen. Nicht aber hier bei mir. Da geht's jetzt nochmal richtig los in den letzten beiden Runden. Jetzt gibt's die Minuspunkte. Ja. Jetzt kommt diese besagte große Runde und ich pack sie natürlich nicht in den Main Event, sondern einfach nur in den Co-Main Event. Jetzt mach ich dich platt. Aha. Ja, das werdet ihr dann auch rausfinden, weil ihr die Runde bitte getrennt voneinander spielt. Einer muss uns jetzt gleich kurz verlassen. Wartet bitte erst noch. Und dann wird der eine die Runde einmal spielen kann und dann wird der andere die Runde auch spielen. Wer leitet ich denn sag das jetzt gleich, Gespräch? Ich leite das Gespräch, glaube ich. Ja, ja, müssen wir gleich darauf achten, dass wir, wenn einer geht, dass dann die Aufnahme nicht stoppt. Aber kriegen wir hin. Das denke ich hin. Ne? Und wenn er dann der Erste fertig ist, kann der andere ja dann dabei bleiben. Für den geht es dann nichts mehr. Er kann dann ja zuhören. Kann sich das dann ja anhören. Ich sag euch jetzt gleich, die Runde heißt Tag Team Member. Und bekommt ihr jetzt von mir gleich 20 Tag Team Namen. Also jeder für sich einzeln jeweils, ne? Und ich sage euch auch die entsprechende Company dazu. Und ich möchte von euch die Namen der beiden Tech-Team-Partner, die dieses Team in der Company, wie sie in dieser Company heißen. Beispiel die Usos aus der WWE wäre die richtige Antwort Jimmy und Jay oder Jimmy und Uso und Jay Uso. Aha. Dann und nur dann bekommt ihr einen Punkt. Ist irgendwas dabei falsch, sagt ihr jetzt Jimmy und John Uso oder so, gibt es den Minuspunkt. Kennt ihr nur einen der beiden Leute, gibt es den Minuspunkt. Kennt ihr die Antwort gar nicht, könnt ihr natürlich sagen, ich passe weiter, ich möchte den Minuspunkt nicht riskieren. Kommt er aber in Versuchung trotzdem zu raten und kennt nicht eindeutig, es ist eigentlich immer eindeutig so,
welche beiden Namen auch. Ich möchte wirklich dann die Namen, wie sie dann da hießen. Also heißt, wenn ich den ersten Namen weiß, aber mir beim zweiten noch nicht sicher bin, sollte ich erstmal die Klappe halten, bis ich den zweiten dann auch nenne. Genau, das ist eigentlich Sinn der Sache. Okay. Das ist schwierig bei mir, Schnauze halten. Ja, du kannst dann weiter sagen, allerdings kommt das Tech-Team dann nicht nochmal. Ne? Wir fangen bei 1 an und angenommen, du weißt ja nicht, sagst weiter, dann machst du halt mit 2 weiter. Aber das erste Tech-Team fällt dann sozusagen weg. Ja. Es sind auch immer nur 2. Es ist einmal der Fall, dass es so ein bisschen stable-artiger ist. Da sind also mehr als 2. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da reichen mir 2 Namen und da wisst ihr auch sofort, was gemeint ist und so. Das ist nicht weiter schlimm. Okay. Aber bitte achtet auf die genaue Bezeichnung. Wenn ich euch jetzt beispielsweise sagen würde, sagen wir mal hier Team 3D aus TNA und ihr sagt mir Baba Ray Dudley und Devon Dudley, dann ist das falsch. Ah, okay. Alles klar. Also, weil es dann... Deswegen sage ich auch die Company immer mit dabei. Ne? Natürlich waren die ein oder anderen Teams auch in verschiedenen Companies, aber wie sie explizit in dieser Company hießen. Ja, okay, und es gibt nur den Punkt, wenn ihr wirklich beide Namen habt. Ist einer der beiden falsch, gibt es leider den Minuspunkt. Komplett falsch natürlich auch. Ihr könnt, wie gesagt, jederzeit sagen, nee, riskiere ich jetzt nicht. Gib mir das nächste Tag Team. Noch irgendwelche Fragen oder Learning by Doing? Sollen wir es dann einfach mal probieren? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. Beim King, aufgrund des großen Rückstandes, 12-29, möchte ich dir die Wahl lassen auch wieder, wenn ob der Gordon anfangen soll oder... Nee, ich fange mal an. Komm, dann habe ich es hinter. Das finde ich gut, dann kann ich aufs Klo gehen. Gut, Gordon, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Ja, und gut. Verlässt du dann gerade die Konferenz? Dann hoffen wir mal, dass das hält. Ja. Okay, bis gleich. Ich gehe jetzt raus oder ihr schmeißt mich raus oder wie? Versuch mal aufzulegen. Okay. Wir laden dich da gleich wieder ein. Wenn so. Ja, das hat schon mal geklappt. Läuft wieder. Dann so. Gucke ich drauf dann, und dann... Also. Kommen jetzt die... Wie gesagt, maximal sind 20 Punkte möglich, falls du alle Teams wissen solltest. Habe ich ein Zeitlimit? Ein Zeitlimit hast du nicht. Du kannst natürlich sagen, weiter, dann ist das Tag Team weg, wie ich euch gerade erklärt habe. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Team, ja? Ja. Okay, wenn du soweit bist. Ich möchte aus der WWF die Beverly Brothers. Bo und Blake. Das ist richtig. Ich möchte aus der ECW Public Enemy. Weiter. Ich möchte aus TNA die Naturals. Weiter. Ich möchte aus der WWE die Basham Brothers. Weiter. Ich möchte aus TNA die Diamonds in the Rough. Weiter. Ich möchte aus WWE die Highlanders. Oh. Weiter. Ich möchte aus der WWE La Resistance. 2 Namen genügen. Ey, sag mal, warum fehlt mir denn immer der zweite? Ich habe kein Zeitlimit, ne? Kann überlegen. Ah, jetzt sag 2 Namen genügen. Ja, ja, ich weiß. Ich habe nur einen. Ja, leck mich doch am Arsch. Weiter. Ich möchte aus WWE The Dicks. Weiter. Ich möchte aus WWE die Major Brothers. Weiter. Ich möchte aus der WCW die Hollywood Blondes. Na. Steve Austin und Brian Pillman. Lass ich gelten, auch wenn ich jetzt hier bin jetzt einfach mal gnädig, auch wenn jetzt hier Flying Brian und Studying Steve steht, aber wusste halt auch jeder, dass die Brian Pillman... Das war okay, das war ja der Zusatzname. Ja, so wurden die auch von den Kommentatoren. Ja. Sogar Peter William hat gesagt, er ist
Sogar der. Die Hälfte haben wir King. Oder die Hälfte haben wir auch nicht, wie auch immer. Ja. Halbzeit sozusagen. Ich möchte aus der ECW die Gangsters. Weiter. Ich möchte aus der WCW die Insane Clown Posse. Weiter. Ich möchte aus der WWF die Body Donners. Skip und Zip. Da ist der Punkt. Ich möchte aus der WCW Chronic. Weiter. Ich möchte aus der WWE das FBI. Zwei Namen genügen. Ist das schlimm? Ich will zumindest keine Minuspunkte eingeben, wer weiß. Ne? Also, vielleicht riskiert Gordon ja hier gleich. Und weiter, komm. Ich möchte aus der WWF die DOA. Weiter. Ich möchte aus TNA Generation Me. Ja, wie hießen die beiden denn da? Nick und Matt Jackson, ne? Nein. Da hießen die anders. Falsch. Verdammt. Die hießen Max Buck und Jeremy Buck. Ach ja, das waren ja die Bucks, ja. Drei Stück noch. Ich möchte aus der WWE 3-Minute Warning. Weiter. Ich möchte aus TNA die Rock and Rave Infection. Wie hieß der lange denn da nochmal, Mensch? Na. JFK ist doch auch so ein Freund von dem. Oh ja, der ist verdammt gut. Ja. Der hat nur so ein fieses Arschgeweih. King jetzt wahrscheinlich nur Christy Hemme im Kopf, ne? Ja, natürlich. Lass mich aber hier nicht durchgehen. Ne? Hat jetzt total falsch hier, Rocket Rave Infection. Nein, weiter, komm. Die letzten. Ich möchte aus der WWE die Heartthrobs. Die Heartthrobs, ach komm, weiter. Also durch. Das wären Romeo und Antonio gewesen. Haben wir es hinter uns. Boah. Ja, der King. Beverly Brothers 1 Punkt, Hollywood Blondes 2 Punkte, Body Donners 3 Punkte, Generation Me minus 1 Punkt, 2 Punkte. Zwischenstand 29 zu 14, damit können wir den Gordon... Schnelligkeit, oder? JFK hätte das jetzt hier auf eine Dreiviertelstunde rausgezogen. Er hätte wahrscheinlich auch alle direkt gewusst. Hm. Aber mir ist so oft der zweite Name einfach definitiv nicht eingefallen. Und naja. Na gut. Dann hauen wir ihn mal wieder rein hier. Sekunde. Ja. Da wird Gordon jetzt ordentlich Punkte holen. Könnte er natürlich. Es gibt natürlich auch noch eine Finalrunde. Ne? Das ich glaube, ML muss ihn reinziehen. Ich muss ihn reinziehen. Also der Gesprächsleiter, weil bei mir da nichts passiert. Oder ich versuche es nochmal anders. Nee, ich kann ihn nicht zur Konversation hinzufügen. Also einer von euch beiden. So, jetzt sieht das gut aus. Er müsste ja, da sein. War die kurz war unsicher. Da. Da schreibt er ja wieder. Da schreibt er hier rein, das ist ja. Hm. So. Ja, werden wir mal sehen. King, wenn du möchtest, kannst du jetzt auch eben kurz austreten. Nee, meine. Kannst du dir auch anhören, wie das sich der Gordon jetzt schlägt. Nach Kontrolle. Ja, Gordon. Wie lief's denn, gut oder nicht so? Ah, super. Ah, okay. Ich kann ja nach deiner Runde dann sagen, wie es beim King lief. Ich weiß ja nicht. Vielleicht aus taktischen Gründen. Soll ich das nicht anstrengen? Ja, hau mal alle raus. Bin ein bisschen nah rangekommen. Also, Gordon. Regeln waren klar, ne? Ich nenne dir das Tag-Team und die Company und du musst mir die beiden Mitglieder des Tag-Teams sagen. Ganz einfach.
Ganz einfach. Wir fangen auch einfach an. Ich glaube, das ist was für dich, das Erste. Zeitlimit gibt's nicht, aber wie gesagt, wenn du dir nicht sicher bist, dann sag weiter, aber das Tech-Team ist dann weg. Du hast also keine Chance, später nochmal da zu raten oder so, das ist dann weg. Okay. Und hier, wie gesagt, ich mache nochmal den Buzzer, es gibt hier Minuspunkte. Ja? Bei einer falschen Antwort, ich muss hier so rigoros sein, ist einer der beiden Tech-Team-Partner falsch oder muss beide? Muss ich buzzern? Nee. Nein, gar nicht. Wir gehen jetzt einfach jeder Reihe durch, 20 Namen. Und wir fangen an mit, ich möchte aus der WWF die Beverly Brothers. Bo und Blake Beverly. Das ist richtig. Ich möchte aus ECW Public Enemy. Ah, Public Enemy. Rocco Rock und Johnny Grunge. Das ist richtig. Ich möchte aus TNA die Naturals. Oh Gott. Warte mal, da muss ich jetzt kurz überlegen, wie hieß denn der andere? Das ist hier immer so die Sache. Wie hieß der andere? Ja, ist einer der beiden falsch, ist es halt komplett falsch. Wenn es dir zu heikel ist, dann schieb lieber. Ja, ja. Achso, ich kann dich schieben. Nee, ich schieben, dann überspring lieber dann. Dann sind sie halt, wie gesagt, weg. Nee, warte mal ganz kurz. Wie hieß denn da der andere? Das ist so lange her. Der eine ist. Bei Gleichstand gewinnt der Schnellere, ne? Ja. Hast du alle gewusst? Sag ich nicht. Andy Douglas und Chase Stevens? Das ist richtig. Ja. Ich möchte aus der WWE die Basham Brothers. Doug und Danny Basham. Das ist richtig. Ich möchte aus TNA die Diamonds in the Rough. Ich wusste, dass die kommen. Ich wusste es bei den Naturals. Ich habe gerade noch über die beiden nachgedacht. Ich wusste, dass die kommen. Das war ja so eine Ära. So etwa. Ja, eben. Oh Gott. Einen weiß ich. Waren das nicht sogar mehrere bei den Diamonds in the Rough? Ja, nee, ich suche hier nur eine normale Kombination, die von Simon Diamond betreut wurde. Gott. David Young? Mhm. Und Elix Skipper? Das ist der Punkt. Ich möchte aus der WWE die Highlanders. Rory und Robbie. Das ist noch nicht der komplette Name. Die hießen eine Zeit lang nur Rory und Robbie, aber mit Sicherheit. Ja, aber ich frage hier trotzdem nach dem Namen, den sie trotzdem gemeinsam hatten, der Nachname. McAllister. Ja, genau. Da ist es doch. Robbie und Rory McAllister. Da haben sie doch immer spekuliert, ob die verwandt sind und wie die verwandt sind. Das ist doch sein Cousin gewesen und was weiß ich. Ich möchte aus der WWE La Résistance. Zwei Namen genügen. Sylvain Grenier. René Dupree. Das war die Ursprungsformation. Und Grüße an Robert Conway. Conway, ne? Ja. Rob Conway. Grüße. An der Stelle. Genau. Ich möchte aus der WWE The Dicks. Ach Gott, ja, die Spinner. Chad Dick und James Dick. Das ist richtig. Boah, die Dicks. Unglaublich. Ich hätte es auch selber nicht mehr umschrieben. Nee, hätte ich auch nicht mehr.
Ich möchte aus der WWE die Major Brothers. Oh Gott, die hatten wir doch gerade erst, ne? Hatten wir die nicht im Viertelfinale? Das habe ich doch gerade noch mal gehört. Mal kurz überlegen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Wir fangen beide mit B an. Also Brian Major und Brad Major. Genau, Kurt Hawkins und Zack Ryder. Zu ihren Anfängen mit den kleinen gelben Hosen. Aus der WCW, die Hollywood Blondes. Stunning Steve Austin und Flying Brian Pillman. Genau. Da war ich mir auch sicher, dass du die jetzt auf jeden Fall mitnehmen würdest. So, jetzt aber. Aus der ECW die Gangsters. Die Gangsters, das waren doch... Oh Gott, wie... Mann, Scheiße. Ich habe gerade sein U-Shoot geguckt. Mann, wie heißt der Partner denn? Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist nämlich das Problem, glaube ich, an der Sache. Ne? Leute, die vielleicht so etwa ein bisschen was mit ECW anfangen können, werden sicherlich einen Namen kennen. Nein, Mann, ich weiß das verdammt nochmal. Mustafa Said heißt er und New Jack. Mustafa und New Jack, das ist richtig. Wahnsinn, unglaublich. Das 12. Team aus der WCW, die Insane Clown Posse. Ja, Shaggy Too Dope und Violent J. Jawohl. Sehr gut. Aus der WWF, die Body Donners. Wollte ich eigentlich gar nicht fragen. Die ersten oder die zweiten? Nein, nein, die Ursprungsformation. Also Tech-Team-Formation, nicht Formation. Ja, meinst du jetzt die mit, wo angeblich sein Bruder bzw. Cousin dazu kam oder die, wo er den Typen ausgebildet hat? Die wurden nämlich auch als Body Donners angesagt. Nein, nein, die zuerst da waren, die auch mehr auf dem Schirm. Ja, die zuerst da waren die, wo er den Typen ausbildet. Nee, dann meine ich die bekannteren im Nachhinein. Also Skip und Zip meinst du? Genau. Du meinst nicht Skip und Red Redford? Nein, ich meine nicht Red Redford. Ich habe jetzt hier nur das Tag Team Body Donners. Dann wäre es jetzt gleich, eh abgedeckt. Ne? Also, ja. Ich wollte es nur sagen. Ich hätte es auch wieder sagen können, zwei Namen genügen oder so. Ich hätte es auch dann auch als Stable aufpacken können. Aus der WCW Chronic. Brian Adams und Brian Clark. Ja, Adam Bomb und Crush. Aus der WWE das FBI. Zwei Namen genügen. Einen weiß ich. Sind drei, ne? Es waren insgesamt drei, genau. Aber wir würden jetzt halt zwei genügen, weil die Runde ja Tag Team Member heißt, weil bei Langer Sistons auch so. Oder bei den Body Donners. Ja. Ah, oh Gott. Ja, wie hieß er denn? Hieß er trotzdem The Bull? Muss ich jetzt erstmal überlegen. JFK, hast du das FBI noch am Schirm? Ich stelle mir die gleiche Frage. Warte, Stamboli hieß er. Also es ist Nunzio, Johnny Stamboli und Chuck Palumbo. Genau, das waren die drei dann insgesamt, ne? Chuck dann irgendwie auf anderen Abwegen nach seinem Tag-Team mit Billy. Gott, dieses Schlecht-Gimmick, wo er mal mit dem Motorrad reinkam. Alter Schwede, war das beschissen, ey. Das you Ganze won't remember me. Richtig, und
Ganze war da so ein Aufbruch des normalen FBIs aus der ECW mit Tony Mameluke und Nuncio alias Lil Guido damals. Ja, dann noch 5 Tag Teams aus der WWF, die DOA. Disciples of Apocalypse. Mhm. Skull und 8-Ball. Das ist der Punkt. Aus TNA, Generation Me. So, jetzt habe ich dich aber endlich. Generation Me. Das sind jetzt die Bugs, oder wie die hießen, ne? Nee, warte mal, die hießen da. Wie hießen die denn da noch? Ja, da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Das sind doch die Bugs. Ich versuche das jetzt einfach. Jeremy Bug und Max Bug. Das ist der Punkt. Max und Jeremy Bug, so hießen sie bei TNA. 3 Teams noch. 3-Minute Warning aus der WWE. Rosie und Jamal. Ja. Die Rock and Rave Infection aus TNA. Da war der eine, oh Gott, ja, warte mal, die wurden von Christy Hemme gemanagt, ne? Ja, das weiß er, das ist klar. Das wusste der King auch. Das ist einfach. Aber Christy Hemme gibt hier keinen Punkt. Nee, boah, warte mal, den 31. Hat er da nicht auch nochmal den Namen gewechselt? Ja, ja gut, aber als ursprüngliche, sehr wesentlich bekanntere Name und so ist er auch in der Rock and Raven Faction angetreten. Ja, den weiß ich nämlich, der den Namen gewechselt hat. Wie ist denn der andere? Ja, das ist dann die Sache, ne? Das ist hier generell halt die Frage der Runde, wie hieß denn der andere? Ach ja, wie gesagt, also Lance Rock, aka Lance Hoyt. Genau. Und Jimmy Rave. Jimmy Rave, der war dann vor ein paar Jahren nochmal kurz da, aber ganz kurz. Und das letzte Team, Gon, jetzt mach es komplett, mach es perfekt hier, die perfekte Runde. Perfekte Spiel, jetzt kommt. Sag mir bitte aus der WWE die Heartthrobs. Ja, ich wusste, dass die kommen. Oh Gott, Scheiße. Den einen weiß ich, wie hieß der andere? Das ist eine schöne Tagline für die Ausgabe, glaube ich. Ich versuche das jetzt einfach. Romeo ist der eine. Ja. Und Antonio? Romeo und Antonio. 20 Punkte für Gordon. Geil. Zu den 29, die du schon hattest, macht das 49 Punkte. Ja, Respekt, nicht schlecht. So, Ladies and Gentlemen, any questions? So, was hat der King denn gemacht? Hat der vielleicht auch 20 Punkte geholt? Nee, der hat die Heartthrobs nicht gewusst. Ja, der King hat gar nicht ganz so viele Punkte geholt. Der hatte vorher 12, jetzt hat er 14. Aber ich war schneller. 14 zu 49, das ist ein Defizit von 35. Was? Du hast 2 Punkte gemacht? Ja, ich habe hier total Blackout. Ich habe immer nur den ersten gewusst. Beim zweiten, da war immer irgendwie, weiß ich nicht, und dann habe ich weitergesagt. Ja, wobei, ja gut, das ist jetzt natürlich auch... Ich hätte auch bei jedem eine halbe Stunde überlegen können und dann hätte ich noch den einen oder anderen gewusst, aber... Eben, ja. Das war, glaube ich, auch so der Hauptunterschied. Also... mit Überlegen kommt man auf sehr viele. Nicht auf alle, aber auf viele. Aber ja, King hat eben immer schnell weitergesagt, wenn er, weiß ich nicht, wenn er sich unsicher war oder wenn er nur einen hatte. Ne? Das war so jetzt der gravierende Unterschied zwischen euch. Richtig. Ja, die Minuspunkte, die haben ihm Angst gemacht. Und einmal hat er sogar eine falsche Antwort gegeben. Oh. Ich habe Minuspunkte gekriegt. Bei wem hast du falsch geantwortet? Na, ich habe die scheiß Bugs falsch gehabt. Hast du die Vornamen verwechselt oder was? Nein, ich habe die richtigen Namen genannt. Ja. Die Jacksons, ne? Ja. Ah, okay. Aber die waren, glaube ich, richtig, Nick und Matt, oder? Nee,
Die waren ja auch beide nicht richtig. Das waren ja zwei komplett verschiedene Namen. Was heißen die? Nick und Matt Jackson? Doch, aber bei TNA haben sie ja sowohl andere Vor- als auch Nachnamen. Ja, gut. Das war ja das Problem. So, jetzt würde man natürlich schon sagen, klar, Gordon 35 Punkte Vorsprung, der ist durch. Aber nicht bei MLSeim-Quiz. Nein, wir haben hier das große Finale. Es geht um 69 Punkte insgesamt. Ich habe gerade mal nachgezählt. Ach du Heimatland. Maximal, wenn einer alles weiß und der andere halt nicht drankommt in dem Sinne, gilt da 69 Punkte. King, da ist noch genug Luft. So, ne? Da kannst du mal sagen. Minuspunkte gibt es nicht in dieser Runde. Ich wollte es gerade fragen. Minuspunkte nicht, allerdings kann man wieder mit seinen Punkten zurück auf Null gehen, wenn man sich so ein bisschen zu viel wagt. Und es gibt hier auch ein Zeitlimit von jeweils 30 Sekunden pro Antwort. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der Sache. Ja. Wie ich dann auch die Runde heißt, das Finale heißt The Grandest Stage of Them All, WrestleMania Reverse. Und zwar nenne ich euch jetzt gleich einen Wrestler und ihr müsst anfangen, wer von euch beiden schneller buzzert, der darf anfangen. Ist vielleicht ein Vorteil, vielleicht aber auch nicht unbedingt. Der muss mir dann das letzte WrestleMania-Match, das dieserjenige Wrestler bestritten hat, sagen. Bekommt dafür hat 30 Sekunden dafür Zeit natürlich. Und muss dann das WrestleMania-Match davor nennen. Wir nehmen mal das Beispiel der Undertaker. Das wäre jetzt hier, würdet jetzt beide buzzern, beispielsweise Gordon buzzert jetzt und sagt der Undertaker, dann gebe ich ihm 30 Sekunden Zeit und der muss mir dann sagen, ja, Undertaker zuletzt gegen Shane McMahon. Das wäre dann ein Punkt. Laufen wieder neue 30 Sekunden und Gordon kann dann weitermachen mit WrestleMania 31. Wir nähern uns zurück, das wäre dann Bray Wyatt die Antwort. Wäre der zweite Punkt. Das Ganze geht so lange weiter, bis Gordon sagt, ich steige aus oder der King, je nachdem wer dran ist. Also mir reicht das, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wenn die Zeit auch raus ist, wenn diese 30 Sekunden jeweils rum sind, dann fällt er wieder zurück auf Null. So, man kann also aussteigen, wenn nur als Beispiel jetzt, wenn bei WrestleMania 30 ist das unklar, also beim Undertaker hat er jetzt gesagt, ja, Shane McMahon, Bray Wyatt und bei 30, natürlich weiß ja jeder, dass es Brock Lesnar ist, aber angenommen, ihr wüsstet das jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, dann ich speichere lieber die zwei Punkte, ist okay. Dann laufen die 30 Sekunden für den nächsten. Also dann wäre da jetzt der King dran, der könnte sich dann den Punkt für Brock Lesnar einholen, geht dann weiter mit WrestleMania 29 und 28, weiß dann bei 27 nicht weiter und sagt, ich speichere lieber wieder, bevor die Zeit ausläuft. Ne? Wenn die Zeit ausläuft oder ihr mir eine falsche Antwort geben solltet, dann sind die erspielten Punkte jeweils wieder weg. So, wir gehen die kompletten WrestleManias durch, ihr seid also reihum immer wieder dran. Ne? Ihr müsst also nicht Angst haben, die komplette Runde auszusetzen oder so. Wenn Gordon jetzt nach zwei WrestleManias nicht mehr weiter weiß, sagt er, ja, ich lasse erstmal wieder den King machen und nachher die älteren WrestleManias, da konzentriere ich mich mehr drauf, je nachdem, was für ein Wrestler ich dann euch gleich kredenzen werde. Ne? Gibt's vorab noch Fragen, oder habt ihr das soweit verstanden? Der Name also bleibt immer im Spiel, ne? Der Name bleibt immer im Spiel. Ja. Wir gehen also seine gesamte WrestleMania-Karriere, seine gesamte Vita bei WrestleMania rückwärts durch. Moment mal, also das heißt jetzt, wenn ich jetzt bis zu Brock Lesnar gekommen wäre und jetzt gesagt hätte, ich weiß nichts weiteres, ich gebe mal ab, dann kriege ich die drei Punkte dafür, oder wie? Ja, wenn du Brock Lesnar einschließlich noch gewusst hättest, ja klar. Ne? Für Shane McMahon ein Punkt, für Bray Wyatt und für Brock. Und du wüsstest dann bei 29 den Gegner angenommen nicht und 5-6 Sekunden, also ich sagte natürlich noch 10 Sekunden oder so, du sagst, nee, weiß ich doch nicht mehr, ich passe. Dann werden die drei Punkte gespeichert und der King ist dran. Solltest du jetzt die Zeit komplett verstreichen lassen oder du sagst mir jetzt, da hat er gegen John Cena gekämpft oder was weiß ich wen und eine falsche Antwort geben oder so, dann sind diese drei Punkte komplett weg. Und okay. Der King ist dran. Und dann, ne, also der King wäre dann so oder so dran in dem Moment. Dich bleibt dann halt nur rechtzeitig zu sagen, ich speichere, bevor ich was Falsches raushaue oder die Zeit verstreichen lasse. Okay. King, von deiner Seite auch, alles klar soweit? Ja, ich denke schon. Ich stelle euch gleich den ersten Wrestler vor. Ich nenne euch den Namen. Haut am besten sofort in den Buzzer. Ihr werdet es sofort wissen. Ja, das geht natürlich nicht immer so glatt auf. Ich möchte euch auch bitte zu bedenken geben, dass nicht so wie der Undertaker, der da fast immer da war, dass da auch mal Lücken zwischen sein können. Ne? Die müssen wir dann überspringen. Ansonsten brauche ich immer den Gegner aus dem Match. Sollte es mal der Fall sein, dass es ein Multi-Man-Match war, Triple Threat, Money in the Bank,
Battle Royale oder sowas, reicht mir ein einziger Gegner von unserem Wrestler, mit dem wir das spielen. Ne? Also einer, der noch mit ihm in diesem Match stand. Okay. Wenn ihr soweit seid. An die Buzzer. Fertig. Wir fangen an mit John Cena. Da hat King gebuzzert. Der King. Hey, Moment, ich auch. Bei mir ist Gordon auch vorne. Bei mir ist auch Gordon vorne. Ja. Oh, stimmt, ja, weil er vorher noch was geschrieben hat. Richtig, Gordon ist vorne. Ja. Das heißt also, die Uhr läuft für Gordon ab jetzt. Ja, also Rusev. Bitte auch die WrestleMania immer dabei. WrestleMania 31. Richtig. Und wieder 30 Sekunden. So, dann Bray Wyatt bei WrestleMania 30. Und wieder 30 Sekunden. Dann The Rock bei WrestleMania 29. Ja. Dann The Rock bei WrestleMania 28. Ja. Dann The Miz bei WrestleMania 27. Auch das stimmt. So, dann Batista bei WrestleMania 26. Stimmt. Dann, jetzt muss ich überlegen. WrestleMania 25, Edge und Big Show. Ja. Dann WrestleMania 24, Randy Orton und Triple H. Richtig. Dann WrestleMania 23, Shawn Michaels, das war All Grown Up. Ja. WrestleMania 22, Triple H, das war Big Time mit Peter Gabriel. Richtig. WrestleMania 21, JBL. Okay. WrestleMania 20 hatten wir ja gerade eben, The Big Show. Damit bist du fertig. Es tut mir leid, King, das sind 12 Punkte für Gordon. So war das jetzt nicht geplant. Da haben wir wohl einen John Cena-Fan in unseren Reihen hier. Das war ja wie aus der Kanone. Respekt, auch die Triple Threats dann so mal eben so locker. Ja, mal eben so durchgeschaukelt. Man, auch keine Dreher da drin. Auch keine Dreher da drin, ne? Mhm. Das ist voll die Kategorie für mich. Ich glaube, das war auch so ungefähr. Ich hatte mir irgendwie gedacht, dass John Cena irgendwie kommt. Deswegen habe ich mir die letzten Tage nochmal angeguckt. Puh, ja. Ach, du hast geübt auch noch. Ja. Ist ja sicher. I'm ready. Liegestütze. So, seid ihr bereit für den nächsten? Ja. Es ist Edge. Ich habe noch keinen Buzzer. Hast du da schon einen Buzzer? Nein. Das muss ich jetzt auch erstmal überlegen. Das ist lange her. Ich wüsste es auch nicht, also macht euch keine Sorgen. Ja, ja. John Cena wissen sie alle immer hier, die Jungs, Adam Copeland, da haben sie nicht am Tauch. So, das ist G2, das ist Gordon. Gordon, 30 Sekunden. So, also Alberto Del Rio bei WrestleMania 27. Das ist richtig. Wieder 30. Vielleicht kommt ja endlich diesmal hier, dass ich passe oder so zum Tragen. Also nicht, dass ich dir nicht gönne, die Punkte. Jericho, WrestleMania 26. Okay, wieder 30. Dann sind wir ja wieder bei WrestleMania 25, was G gerade eben hatte, mit John Cena und Big Show. Wieder 30, okay. Jetzt wird schon schwieriger.
WrestleMania 24. Nee, das ist gegen Undertaker 24. Ja. 23. Das war Money in the Bank. Wir waren da mit ihm. Ich sag einfach mal Jeff Hardy. Jeff Hardy war mit dabei, ja. Ich weiß die anderen nicht mehr alle. Ich löse gleich auf, wieder 30. Kennedy hat das Ding gewonnen. 22. Big time. Big time. I'm on my way, I'm making it. Mick Foley. Ja. Das war durch den brennenden Tisch. Und wieder 30. 21. 21. 21. Das war auch wieder ein Money in the Bank. Kane. Kane war mit dabei. Mhm. Und wieder 30. Ich spiele ja auch echt Risiko, ne? Ich gebe mal ab. Du gibst ab. Speicherst also ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 WrestleManias hat er. 7 Punkte. Und King, die Zeit läuft für dich jetzt. Ja. WrestleMania 20? Muss ich mal gerade durchgehen. Dinge sind leider noch 10 Sekunden. Ja, ich weiß. Ah, das ist natürlich eine super Kategorie für mich. Kein Plan. Zeit ist ab, damit ist Gordon wieder dran, hat die 7 Punkte von gerade also gespeichert. Könnte jetzt ins Blaue raten, wenn er möchte. Zeit läuft. WrestleMania 20, hat er da überhaupt ein Match gehabt? Ich glaube nicht. Ich rate jetzt einfach mal, weil ich weiß, bei WrestleMania 18 ist er gegen Booker T angetreten. Das rate ich einfach mal. Das ist auch richtig. Der war dazwischen noch verletzt bei 19 und 20. Dann so, gebe ich dann wieder ab. Gib's direkt wieder ab. Also als letztes WrestleMania 18, Booker T war die Antwort, King. Deine Zeit läuft jetzt. Ja. Scheiße, das hätte ich nicht abgeben müssen. Nein. Ah, egal. Ja, warte mal, WrestleMania 17, dann Jeff Hardy. Der war da mit dabei, das lasse ich gelten, ja. Der war mit dabei. Und wieder 30 Sekunden. 16. Das war WrestleMania 2000. Ja klar. Nochmal Jeff Hardy. Nochmal Jeff Hardy, dann war's das jetzt. So, Gordon 8 WrestleManias, der King die letzten beiden noch gewusst. 10 WrestleManias hat Edge bestritten. Oder 10 Matches bei WrestleMania gehabt. 8-2, dann haben wir den Rated R Superstar. So, 3 Namen habe ich noch für euch, okay? Mhm. Mal sehen, ob wir jetzt ein paar mehr Punkte machen können hier. Hol den Big Mac, den verwarmen wir uns noch auf. Wen hauen wir denn jetzt raus? Der gesuchte Name ist The Big Show. Das ist King mit der 3. Ja. King. Ja, WrestleMania 32, Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ja, nimm mir bitte noch einen Teilnehmer. Und Shaq. Der war dabei, natürlich. Der war dabei. Den habe ich gesehen. Sehr gut, dann laufen jetzt wieder 30 Sekunden für dich. Ja, WrestleMania 31, wieder in der Battle Royal. Die hat er sogar gewonnen. Wer war denn mit dabei? Curtis Axel. Ja. Und weiter geht's. Dann haben wir WrestleMania 30. War der nicht da auch wieder in der Battle Royale? Ach. Ja,
habe ich doch sogar live gesehen. Wer war denn noch mit dabei? Cesaro. Ja. Ja. Und die 3 Punkte save ich mir jetzt einfach mal. Die 3 Punkte save da. Okay, ja. Damit gibt er ab. Mich überhaupt Gordon, was ab hier. Für dich läuft die Zeit dann ab jetzt. WrestleMania 29 gegen das Shield. Also, was war das? Dean Ambrose. Ja. Wieder 30. Und dann gebe ich ab. Dann gibt er ab. King. Eine dolle Karriere hingelegt, der Mann. Noch 10 Sekunden, King. 28 Cody Rhodes. Das ist richtig. Boah, super. Und es läuft wieder die Zeit. Das ist voll heftig, dass sofort wieder die Zeit läuft. Du bist sofort wieder unter Druck, du freust dich gerade. Herrlich. Ich würde ja gerne auch die Glücksrad-Hintergrundmelodie machen. Ich save den Punkt. Er save den Punkt. Damit hat der King wieder einen Gordon. Die Zeit läuft schon. Was ist, wenn ich den jetzt auslaufen lasse? Ja, dann ist einfach der King wieder dran, weil du momentan ja auch noch deinen Punkt von gerade abgespeichert hattest und so. Der ist ja fest. Dann gib mal gleich weiter. Ich weiß nämlich 27 nicht. Tja, dann ist der King wieder dran, der seinen Punkt von gerade auch eben wieder gespeichert hat. Also ich kann ja jetzt auch nichts verlieren, ne? Nee. Dann gebe ich weiter an Gordon. Ja, aber dann ist es ja dann ist es jetzt ja durch, oder? Ja, wir machen jetzt, ich löse die WrestleMania jetzt auf für euch. Gordon ist jetzt wieder dran. Ja, was wäre denn 27 30 Sekunden, gewesen? 27 wäre gewesen, 8-Man-Tag, The Core, King, damals noch Wade Barrett, oh. Ezekiel Jackson, Justin Gabriel für JFK Extra und Heath Slater gegen Santino Marella, Kofi Kingston, Kane und The Big Show. Oh, warum habe ich mich daran bloß nicht erinnert? Ja, ja, tja, tja. So, aber jetzt, wie gesagt, das war WrestleMania 27. Zeit läuft wieder für dich. Ja, WrestleMania 26, John Morrison und R-Truth. Ja. Boah. Das war nämlich mit The Miz zusammen, das weiß ich. Und dann WrestleMania 25. Ja, da sind wir ja schon wieder bei dem, was ich gerade eben hatte, nämlich John Cena, Edge und Big Show. Richtig. Und dann läuft wieder 30 Sekunden. Er saved. Sehr schön. So, King. Dann läuft für dich jetzt wieder die Zeit. Ach, ist das schön. Geht ja gut auf jetzt hier. Da hat das Spaß, wenn es funktioniert. Ja, ja. Floyd Mayweather. Das ist richtig. Ach, ja, ich bin ja schon wieder dran. Ach ja. Oh. 23. Ja. Du sagst ja die Zeit an, ne? Ich kann ja so. Du hast noch 15 Sekunden. Wenn's eng wird, kann ich ja noch safen. Kannst du noch safen, den Punkt jetzt hier gerade, den Floyd-Punkt. Ja, mache ich. Okay, Gordon, dann läuft die Zeit wieder. Der King hat den Punkt. Weiß ich auch nicht. Nee, WrestleMania 23 weiß ich nicht. Ich gebe euch einen Tipp, er war bei 23 nicht dabei. Er ist doch gegen Floyd Mayweather ist wieder zurückgekommen, mit weniger Gewicht und alles. 22 weiß ich allerdings auch nicht, gebe ich auch weiter. Dann läuft für den King wieder WrestleMania 22. Als kleine Hilfe, da war er dabei. Ja. Kalito. Ja, das war ein Tag-Team-Match. Kane und die Big Show mal wieder gegen Chris Masters und Kalito. Mhm. Da läuft die Zeit. Noch 10 Sekunden für dich, King. Ich save.
Okay, dann läuft die Zeit für Gordon. 21 war Ake Bono. Ja. Und so wieder 30. Ja, 20 hatten wir ja vorhin John Cena. Ist auch richtig. 19 hatten wir vorhin, war der Undertaker. Richtig. So. Was nehmen wir? 18. Weiß ich gar nicht, war der überhaupt dabei? Ach, ich save einfach. Er ist safe, da sind dann 3 Punkte für dich und für den King läuft die Zeit. Noch 10 Sekunden für den King. Ja, ich kann ja nicht saven. Ich habe ja keinen Punkt. Nee, du kannst aber irgendwas raten. Ja, ich kann das raten. Ich bin noch überlegen. Yep. Ich gehe noch 3. Die 18er Karte durch. Das einmal habt ihr wenigstens die Zeit auslaufen lassen. Gordon, die Zeit läuft wieder für dich. Ich sag jetzt einfach mal, bei 18 war nicht dabei, deswegen gehe ich einfach mal auf WrestleMania 17. Raven. Genau, Raven und Kane. Also war er bei 18 nicht dabei. Richtig, alles richtig. Gut, dann WrestleMania 2000, das war dieses McMahon in every corner, Triple H, Mick Foley, The Rock. Ja. WrestleMania 15 war Mankind. Dann haben wir es doch. So. Gut, wollen wir mal durchzählen. Der King, da hat er 3 gemacht, dann nochmal 1 für Cody Rhodes habe ich hier stehen, 1 für Floyd Mayweather, da nochmal 1, bin ich bei 5 Punkten. Gordon, da hat er 1 gemacht, da nochmal 2, und am Ende nochmal 6, bin ich bei 9 Punkten. 5 und 9. Ja, gut, das werde ich dann, soll ich das jetzt schon mit dabei addieren? Kann ich auch gleich im Großen. Finale, wenn ich alles addiert habe. 2 Namen habe ich noch, ja? Wollt ihr erst den langen Namen oder wollt ihr erst den kürzeren spielen? Erst den langen. Ja, antiklimatisch ist das. King, ist damit einverstanden? Ich hätte jetzt den kürzeren genommen. Ich ziehe sowieso den kürzeren. ja, der Quizmaster entscheidet, du, mir ist das egal. Ja, ich will das auch big im Main Event haben. Obwohl, ja, gut. Trotzdem, nein, wir nehmen jetzt Randy Orton. Schade, ich dachte Savage. Man merkt es wieder lange her. Gordon hat's eingetippt, die Zeit läuft für dich. Achso, ja, wir mussten ja mal sagen, ich warte die ganze Zeit hier, dass was passiert. Tja. Das tut mir jetzt leid. Also WrestleMania 31, Seth Rollins. Das ist richtig. WrestleMania 30, da war ich live, Daniel Bryan und Batista. Richtig. Und WrestleMania 29... Ey, das hatten wir ja gerade, das war ja das Shield. Also Dean Ambrose zum Beispiel. Ja, der geht mal. Okay. Und Randy Orton. Dann save ich mal. Dann save da mal. King, für dich läuft's. Okay, dann haben wir 28 gegen Kane. Ja. Das
27 war gegen Punk. Auch das stimmt. Wieder 30 Sekunden. 26. Cody Rhodes. Genau, lasse ich also reicht schon. Ja. Teddy DiBiase war der dritte Mann in dem Match. Ja, das war ja das Triple Threat war es, ne? Eigentlich. Und wieder 30. 25. Bei 25 war das schon. Ja, natürlich, das war Triple H. Auch richtig. Das war doch die Home Invasion da. 24. Noch 10 Sekunden. Ja, nochmal Triple H. Genau, mit John Cena zusammen. Genau, das war das Triple Threat auch. Und dann mache ich den Save. Dann macht er den Save und nimmt sich die 5 Punkte hier. Ja, 23, Gordon, die Zeit läuft für dich. 23 Mr. Kennedy. Ja. Mit Money in the Bank, genau. 22 gegen Ray Ray und Kurt. Auch das stimmt. So, jetzt muss ich überlegen. Nee, Quatsch, muss ich gar nicht. 21 ist der Undertaker. Ja. Und 20 war mit Evolution gegen die Rock and Sock Connection, Mick Foley und The Rock. Genau. Dann sind das nochmal 4. War doch ganz gut. Also, Gordon. Davor gab's gar nichts, ne? Das stimmt. Nee, dann ist er auch debütiert, so wie John Cena. Also seine erste WrestleMania. 3. So, da muss ich nochmal eben hier zusammenzählen. Das waren erst 3 für Gordon, dann hat der King 5 geholt und dann hat Gordon nochmal 4 geholt. Das heißt also 7-5 geht diese Runde hier aus. Und wir kommen zum Main Event. Da haben sie schon eingetippt hier, damit sie jetzt hier nochmal auf jeden Fall. Brother. Ja, der wäre natürlich gerne im Main Event. 2016 auch noch. Natürlich Mitarbeiter ist ein reicher Mann, Hulk Hogan, aber ich suche nicht Hulk Hogan. Nein. Schade. Sondern ich suche den Mann, der auch dieses Jahr noch im Main Event stand. Triple H. Ey, ey, ey. Mit Starthilfe. So. Jetzt aber nicht klappt hier. Keiner gebuzzert? Bis jetzt nicht. Mach mal den Anfang. Brauchst du nicht die Punkte? Also es sind nochmal... So viel kann ich jetzt gar nicht mehr holen. Ich mache mir schon meine Siegerzigarette an. Ja, komm. Okay, dann läuft die Zeit für Gordon. Ja, also WrestleMania 32, Roman Reigns. Ja. Und wieder 30 Sekunden. WrestleMania 31 Sting. Ja. Mit dem heutigen Terminator-Intro. WrestleMania 30 gegen Daniel Bryan. Stimmt. WrestleMania 29 gegen Lesnar. Stimmt. WrestleMania 28 gegen Taker. Genau. WrestleMania 27 gegen den Taker. Ja, so schnell kann ich den Stopper hier wieder auf Null setzen. Okay. Läuft ja. Die Zeit. WrestleMania 26 gegen Sheamus. Ja. Fünfundzwanzig hatten wir ja gerade, Randy Orton. Genau, sind Überschneidungen drin. Ja, und dann nochmal 24 wieder Randy Orton. Ja, mit John Cena im Triple Threat. Hatte mir King ja gerade schön gesagt, das ist gut. Save.
Und er speichert ab. Das heißt, die Zeit läuft für den King. Er speichert ab. Ja, sind wir jetzt bei 23, ne? Ich schenke dir die anderen Punkte. Ja, wenn die mal so geschenkt wären. So ist ja nicht. Jetzt muss ich überlegen. Dafür hast du auch noch 10 Sekunden Zeit. Ich habe noch 10 Sekunden Zeit. Man kann die Zeit auch auslaufen lassen. Ich sehe noch keine Punkte bisher. Ich will aber ein paar noch. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Man kann Gordon jetzt wieder einsetzen. Für WrestleMania 23 oder wo waren wir? Wir hatten zuletzt WrestleMania 24 gesagt. Okay, 23. War er überhaupt, war er nicht verletzt oder so? Ich glaube, da war er verletzt. Ja, der WrestleMania 22 gegen John Cena. Richtig. Dann läuft die Zeit jetzt wieder. WrestleMania 21 gegen... Boah. Booker T? Das ist falsch. Oh, liebe Fans. Wir haben eine falsche Antwort. Der Patzer hier. Ach, ich weiß, ja. Scheiße. Ja, für den King läuft die Zeit schon wieder. Ach so. Dann Batista. Der eine Punkt fällt auch leider weg, Gordon. Ne? Ja, das ist, oh mein Gott. Batista ist richtig, King. Batista ist richtig. Dann sind vorbei. 20. Ah, 20. Hat man doch gerade auch schon mal alles Mögliche durch. Bin jetzt so auf dem Kopf die ganzen Daten durchgegangen hier. Noch 10. Shawn Michaels. Richtig. Und wieder frische 30. Und noch 4. 3. Safe da. Alles klar. Die 2 Punkte hat er. Gordon, für dich läuft die Zeit wieder. WrestleMania 19. Jetzt Booker T? Jetzt ist es Booker T. Ja, sehr gut. WrestleMania 18. War denn da überhaupt dabei? Ach ja, klar, WrestleMania 18 gegen Chris Jericho. Richtig. WrestleMania 17 gegen den Biker Taker. Psst, richtig. Und WrestleMania 16, ja, McMahon in every corner. Genau. Gegen, The Rock als Beispiel. Ja. Also WrestleMania 2000. WrestleMania 15 müsste gewesen sein gegen Kane. Richtig. Zeit läuft nochmal. WrestleMania 14, war das noch gegen Owen? Ach, jetzt geht das jetzt einfach gegen Owen Hart? Das ist richtig. So, und dann 13 gegen Goldust. Ja. Und die letzte Antwort des Quizzes heißt. Und 12 gegen He's more than a warrior! He's the ultimate warrior! Sehr gut. Ja, an den dann 90ern hast du... bin ich deutlich sicherer als in den 2000ern. Ja, das war ja eigentlich Sinn der Sache hier, das Ganze ist so ein bisschen auf Anti, was heißt auf Anti-Oldschool auszulegen, aber auf neuere Zeit auszulegen, weil er ja Oldschool-Quizzes jetzt auch schon zu Genüge hinter euch hat. Ne? Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen jüngeren Hörer mal interessant, wenn er so ein bisschen was aus der neueren Zeit. War aber auch kein Hindernis hier, Gordon. Ich glaube, es hat für einen Sieg gereicht, um das schon mal vorwegzugehen. Ganz knapp.
Hier sehe ich dann nochmal 17 Punkte, hat er hier von 20 möglichen Triple H-Punkten eingeheimst. Den einen hat er sich löschen lassen und zwei hat der King hier noch geholt. Alles klar. So, dann wollen wir jetzt erstmal hier so die große Addiererei. Also John Cena hat er 12 glatt geholt, ne? Da hat er alle 12 reingeholt. Dann hatten wir die Big Show, glaube ich. Aber was mit verteilten Rollen? Oder ist das hier eine Zettelwirtschaft sondergleichen jetzt? Ja, gehen wir einfach hier Reihe um. 12 Punkte, dann hat er 7 bei Orton, da hat der King 5, also 19-5. 19-5. 17 bei Triple H, 36-7. 36-7, dann haben wir noch Edge und Big Show. Ach so, ja. 9-5 nochmal. Dann wären wir bei 45-12 und dann haben wir nochmal 8-2 bei Edge. Dann wären wir bei 53-14. 53-14, wie sind wir denn eigentlich vorher in die Runde gegangen? Also das ist auf jeden Fall so ein Upset. King, hättest du jetzt die 53 und der Gordon die 14, dann wärst du das Quiz noch gewonnen. Ich glaube, er hatte anfangs 35 Punkte Vorsprung. Hm. 49-14 und jetzt 53-15. Brauchen wir gar nicht addieren, ne? Das ist irgendwie 102-29 oder so. Also ich glaube, das ist klar. Nur für Scotty Metzger habe ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen aufgebröselt, damit er sich nicht beschweren kann, dass es hier keinen eindeutigen Sieger gab. Ja, dann darf ich dich beglückwünschen zum Einzug ins Finale unserer Quizliga. Boah, das ist krass. So, das war's. Jetzt könnt ihr auf mich einschlagen. Nö, ich nicht. Also ich höre jetzt nur im Hintergrund, I am a real American. Und post natürlich nur für die Fans jetzt. Oh Mann. Ja, das ist schon krass. Ja, im Basketball würde man sagen, ein Blowout-Victory. Also der Gegner wurde aus der Halle gepustet. Brother! Ja, ich glaube, King hat sich teilweise ein bisschen selber unter Druck gesetzt, während Gordon eher so ein bisschen sehr souverän war und auch gut taktiert hat. Also gerade da in der vorletzten Runde. Ich muss ja das Team repräsentieren. Natürlich war ich unter Druck. Tja. Gerade die vorletzte Runde, ne? Also ich hatte ja natürlich ein bisschen mehr darauf spekuliert, dass sich hier der ein oder andere Minuspunkt, dass sich der ein oder andere noch verleiten lässt, aber das hat er mal sehr, sehr souverän gelöst. Jetzt dürfte auch dem Letzten klar sein, dass ich im Vorfeld nichts von dem Quiz wusste. Oder du hast sehr, sehr viel vergessen. Also wer mir das jetzt noch unterstellt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, ich habe ihm hier und da schon mal noch irgendwie so einen Hint oder so probiert zu geben, aber... Ja, da waren es nur noch 3. Ja, in der nächsten Ausgabe werde ich auf Isco treffen. Das wird sehr interessant, glaube ich. Ach ja, und man hätte es auch nicht besser booken können. Es steht jetzt schon fest, dass es im Finale auf jeden Fall Talker gegen Hörer heißen wird. Puh, ich frage mal den Gordon ganz blöd, wer ihm fürs Finale denn lieber wäre. Sag jetzt nichts Falsches. Es ist mir so egal. Boah, das war auch eine falsche Antwort. Meinetwegen ihr beide. Handicap-Match. Oh. Ja, wer weiß, vielleicht... Ja, And you fans can stick it! Believe that. Ja, vielleicht wird das ja vom Quizmaster zwischen Isco und mir tatsächlich so... ausgerichtet, dass da ein Draw möglich ist, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Naja, gut. Also ich bin gespannt. Erstmal, ob ich an Isco vorbeikomme. Wir sind ja, glaube ich, recht ähnlich, was so die favorisierten Jahre und Fakten betrifft. Ja, und dann gegen Gordon wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, da würde ich komplett abstinken dann. Isco, weiß ich nicht. Ich glaube, der, ja, das ist so die ganz alte Schule. Ich glaube, da wären wir dann beide fällig. Aber wissen wir ja nicht, ne? Also. Wer macht das Finalquiz? Das ist nach jetzigen Planungen der Dorn. Okay. Ja, der Oberquiz-Guru-Meister. Ich bin gespannt. Ja. Ja, mal sehen. Gut. Ja, Respekt an euch beide. Ihr habt Sachen gewusst, wo ich noch mal eine Viertelstunde hätte überlegen können. Und
nicht drauf gekommen wäre. Vor allem bei diesem schönen WrestleMania Reverse, wo man erstmal überlegen muss, ja, hatte der jetzt das letzte Match eigentlich vor 4-5 Jahren oder was? Oder ist man einfach nur zu blöd, sich das zu merken, weil das so unwichtig war? Sehr schöne Sachen mit Big Show und dem Core, also bitte. Ja, nee, das ist zu krass. Ja. Ansonsten, ML, sehr schön gemacht, schöne Ideen dabei. Ich glaube, du hattest ja anfangs Angst, dass das nicht abendfüllend sein würde, aber du hast uns hier doch alle sehr, sehr gut unterhalten und auch gut durchgezogen. Ja, also wir haben ja trotzdem alles gewusst hier. Aber das ist aber vielleicht auch der Sinn der Sache von so einem Quiz. Meine schlimmste Befürchtung war, dass das zeitlich ich einfach nur auf eine Viertelstunde begrenzt oder so, dass ihr da so durch ja, genau. durchratet oder sagt, nee, weiter, passig, weiß ich nicht. Nee, das ging von der Länge her doch ganz gut auf. Das ist auch generell so ein Quizproblem einfach. Man weiß, dass man es eigentlich weiß. Es ist nur in der Quiz, im Quiz nur diese besondere Situation. Man will sich nicht blamieren und das ist so ein bisschen, was die ganzen Wer wird Millionär-Kandidaten zum Beispiel sagen, zu Hause auf der Couch wüsste ich das, aber kaum hast du mal irgendwie so eine besondere Situation oder meinetwegen auch Zeitdruck oder so, dann weißt du es zwar trotzdem immer noch, hast es abgespeichert, aber traust dich einfach nicht, es rauszuhauen. Das ist echt so das Problem. Das kenne ich, das kennen alle, die bei uns schon gequizt haben, denke ich. Boah, ja gut. Ich hoffe mal, dass ich gegen Isco mutig sein werde. Auf jeden Fall Respekt an den King, dass er diese ganzen TNA X-Division-Leute wusste, ohne das nochmal zu üben im Vorfeld. Ja, das ist auch meine einzige Stärke, X-Division. Also da kenne ich mich einigermaßen aus. Die habe ich mir nämlich die letzten Tage, diese ganzen TNA-Scheiß habe ich mir nämlich die letzten Tage immer mal wieder reingepfiffen. Okay. Ja, sehr löblich. Ich wusste ja, dass ich mit euch beiden auch dann mit Allround-Wrestling-Wissen zu tun habe. Nicht nur, ja, wir kennen die Attitude-Ära und TNA kennen wir nicht und WCW schon mal gar nicht. Es gibt ja auch solche Quizzer hier in der Quizliga. Ja, also bei WCW kennen wir schon mal gar nicht, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Nein, aber ich wollte es natürlich auch so ein bisschen offen halten. Na gut, dass der Isco jetzt überhaupt nichts mit X-Division anfangen konnte oder so, aber bei Gordon konnte ich erahnen, dass er sich dazu ein bisschen auskennt und beim King war ich mir halt sehr sicher. Deswegen haben wir dann auch mal die Company aus Orlando damit reingenommen. Die WCW-Titelträger, die gingen so noch. Aber wenn es ins Detail geht bei WCW, da habe ich auch keinen Plan. Ja, ich werde nochmal das Network rauf und runter gucken. Auf jeden Fall. Hilft ja durchaus auch mal. Nicht nur beim Quiz spielen, sondern auch beim selber welche erstellen. Ja. Und wann macht ihr das Quiz? Morgen? Ja, mal gucken, ne? Okay. Wie wir es dann auch so raushauen. Also wir haben ja jetzt ziemlich viel vor demnächst. K-Fape. Ja. Aber wenn ihr das hier hört, dann ist das zweite Halbfinale auf keinen Fall fern. Das können wir, glaube ich, schon mal verraten. Ja, gut. Dann könnte aber wieder ein Jahr warten, bis das Finale kommt. Nein. Da geben wir uns natürlich auch Mühe, das alles relativ stringent an den Dorn. Das abzugeben, dass der das dann auch schön schnell über die Bühne bringt. Das schüttelt er aus dem Ärmel in einer Nacht. So, ja, danke an euch drei, es war sehr unterhaltsam. Spannend hätte ich jetzt auch fast gesagt, aber eigentlich auch nicht. Es war auf jeden Fall sehr gut. Ich beerdige ihn doch nicht noch so sehr. Naja, nächstes Mal dann, ne? Ich kann noch mehr leben. Gut, dann sage ich schon mal bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss! Ja, ich lasse den beiden Quiz-Teilnehmern das letzte Wort. Bedanke mich bei euch auch für die Geduld, liebes Mooniverse, dass ihr euch das jetzt so lange angehört habt. Hoffe, ihr hattet Spaß, konntet hier und da ein bisschen mitraten. Wusstet vielleicht auch so viel wie der Gordon oder so viel wie der King. Je nachdem, vielleicht auch irgendwo dazwischen. Hauptsache, es hat euch gefallen. Hauptsache, ihr hört weiter Moontalk, auch das zweite Halbfinale von der Quizliga. Auch die regulären Ausgaben, denn das ist richtig cool. Ja, der Gordon darf natürlich hier den Abschluss machen. Ich möchte mich beim ML bedanken für ein wirklich unterhaltsames Quiz. Hat richtig Spaß gemacht, waren mal ein paar neue Fragen dabei, die man echt noch nicht hatte. Und ja, ein paar neue Varianten, war wirklich cool. Also hast du ja umsonst halt ein bisschen Angst gemacht. Quizmaster hast du drauf. Ja, dann nochmal Respekt hier an den Gordon und herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall verdienter Sieg. Er hat mich hier platt gemacht wie sonst was. Und jetzt bin ich natürlich auch für einen Gordon im Finale. Also wer mich schlägt, der muss das dann auch machen. Deswegen, ich sage hier Tschüss, bis dann und lasse dem Gordon das letzte Wort.
Ja, auch von mir vielen Dank für das Quiz an ML. Ich weiß ja selber, wie viel Arbeit das immer ist, sich da tausend Sachen auszudenken und so und irgendwie zu gucken, dass dann das auch alles irgendwie hinhaut. Ja, danke auch an den King, dass er sich so hat verjobben lassen für mich, um mich overzubringen. Ja, damit ich meinen Mega-Push kriege. Ja, was war die allerletzte Frage? Warrior gegen Triple H, ne? Das passt doch ungefähr. Ja, genau. Ach ja. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Finale, ne? Und achso, wer weiß noch die beiden Mitglieder von PG-13? JC Ice und Wolfie D. Siehste. Ja. So, ich glaube, ich bin gewappnet. Aber ich muss ja erstmal an Isco vorbei.